Hi. Hallo, Eskeret. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, da hast du mich gerade auch erwischt, als ich auf der Toilette war. Bist du noch da? Ah, wie geht's und willkommen mit deiner ersten Chatnachricht. So. Das hier weg. Ayumi ist live. OBS hier. Discord hier. Die Musik aus. So, guck mal. Okay. Alles klar, Ayumi ist noch nicht hier. Das gibt uns noch einen Moment. Oder na, lieber nicht. Da, lass uns lieber hier hingehen. Jo, bestätigen. So. So, das gibt uns jetzt, wie gesagt, noch einen Moment. Zack, Discord runter. Auf das Pip. Denn das Spiel habe ich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Ne. Wir haben bisher nur We Were Here 1. Ah, Steam bitte, danke. So. Hallo. Hallo. Na? Na, wie geht's? Du bist voll leise. Was hast du gemacht? Ich bin leise, echt? Ja, bei mir schon. Aber ich glaube im Stream nicht. Ich glaube nur bei mir ein bisschen leise. Kann sein. Liegt das am Discord dann? Keine Ahnung. Also ich habe nichts umgestellt. Okay. Kurz an den Chat. Ghosty, kannst du Trips gut hören? Und Eisprinzessin, hallo. Na, schön, dass du dabei bist. Wie geht's? Wie geht's, wie steht's? Hallo, ihr zwei. Ich glaube, man kann dich gut hören. Also laut Streamlabs. Ist dein Ton okay, also. Okay. Hast du eine Idee, woran es dann liegen kann? Nee, man kann dich nochmal hören, sagen die. Ja, es kann einfach sein, dass ich meine Kopfhörer einfach zu leise hab. Das passiert mir auch immer wieder tatsächlich. Na, gut, aber nach deiner Musik leiser, die ist ein Weg zu laut, okay. Dann werde ich mein Headset einfach zu leise eingestellt haben. Und dann dafür die Musik aufgedreht. Ja, volle Kanne. Ja, weil bei mir klang sie nicht so laut. Ja, ich habe das auch, weil wenn ich privat zocke, habe ich das anders eingestellt als im Stream, darum. Ja, genau. Ja, nee, ich hoffe, so ist besser, wenn die Musik immer noch zu laut ist, gerne meckern. Ich mache sie einfach dann noch leiser. Oh, richtig, richtig reinmeckern. Ja, richtig reinmeckern, bitte. Mir so richtig einen auf den Deckel geben, ich mag das. So, nachdem wir das geklärt haben. Besitzt du We Were Here 2 überhaupt? In wenigen Sekunden. Okay. Weil mir zeigt er an, du besitzt es nicht mal. Deswegen. Jetzt besitze ich's. Da sagt Steam oder was anderes, aber okay. Ach, so. Solange du es hast, alles gut. Ja, ich hab's in dieser Sekunde gekauft, dauer. Ach so. Ach. Na, ah, ja. Noch schnell installieren. So, wie geht's dir denn? Ja, gestresst, genervt heute. Eieiei. Moment, ich muss einmal kurz den Sound leiser machen. Es tut mir leid, Leute, ich baller euch jetzt die Ohren weg. Ja, ich habe die Game-Musik für den Streamer ausgemacht. Aber der ist gerade mega laut, also. Options, Sound. Ui. 52% installiert. Okay. Ich glaube, jetzt kann ich wieder laut machen. So, und jetzt muss ich aber meine Musik sowieso ausmachen. Die war eh nur für den Stream startet bald. Bildschirm.
Wenn ich privat zocke, GBL auf voller Lautstärke, ja, gut. Stream ist ein Lügner. Warum? Ach so, Steam ist ein Lügner. Ich dachte, Stream ist ein Lügner. Warum lüge ich denn? Du Geist gemacht. Ah, so, wie funktioniert das jetzt? Kriege ich gleich irgendwie eine Nachricht, dass ich eingeladen wurde oder muss ich erst ins Spiel oder? Ich weiß es nicht mehr vom letzten Mal. Lass mal gerade gucken. Das ist sowieso egal. Mach ich aus. Scheiße. Mach ich so. So. Create a room mache ich jetzt. Und dann kann ich dich inviten, hoffe ich. Guck mal. Wenn's draußen. Enter a room name. Tripsy Dipsy nenne ich das jetzt. Tripsy Dipsy finde ich gut. Ja. Tripsy Dipsy. Are you me? La la. Oh. Die neuen Teletubbies. Oh, wegballern. Ja, sorry dafür. Sorry dafür. Ich kann da auch nichts für. Secondary Language, nein. Bleibt einfach Deutsch bei uns. Create a room. Ich muss dich gleich einladen. Ui. Okay, ich mache euch jetzt erstmal. Nee, erstmal lade ich dich ein. Do it. Kann ich gar nicht. Okay, dann machen wir es nochmal anders. Leave the room. Ups. Ich glaube, ich habe das Falsche ausgewählt. Vielleicht finde ich. Ist doch ein Neuöffner. Invite a friend. Da bist du. Einladen. So, Tripsy Dipsy gönnt kein Mod. Das stimmt. Tja, blöd. Ich sage, woran das wohl liegt? Ich zünde jetzt den Chat an. Warum? Warum zündest du meinen Chat an? Was ist los bei dir, Ghost? Die heute so auf Krawall gebürstet, Alter. Ich bin aggressiv hier in meinem Chat. Ich wollte das hier eigentlich. So. So. Hello! Jetzt kann ich euch hier auch anmachen. Hello, hello. Wenn meine Katze mir gönnen würde, dass ich die Einstellung von Streamlabs sehe, wäre das so einfach. Ah, Katze gönnt nicht? Nee, Katze gönnt gar nicht. Die sitzt neben mir und putzt sich. Ah, Katze gönnt sich selbst. Oh, wie, ey. Oh, da ging die Tür auf. Was soll das denn heißen? Ja, was soll das denn heißen? Du hast meinen Chat angezündet. Also ich weiß ja nicht, ob ich jemanden, der meinen Chat anzündet, Mod geben würde. Also ist schon kritisch, ne? Permaband vielleicht. Oh, man kann mich in-game auch hören. Kann man mich in-game auch hören? Also, war es jetzt eine Frage an mich? Ja, ich höre dich doppelt. Ach so, ich höre dich nicht doppelt. Ei, dann müssen wir gleich unseren Sound ausmachen. Ja, dann würde ich einfach das Game starten und wir gucken. Ja, do it. Okay, mach mal ready. Erstmal hi, Floki. Na, alles klar bei dir? Hier nochmal den Discord auf. Alles klar, dann sind wir soweit. Lord and Peasant finde ich gut. Ready. Ich hoffe, dir ging's gut, Floki. Sorry, dass das heute nicht geklappt hat. Es war ein bisschen Drama mit Rewe, muss ich dir echt mal erzählen. Richtig dramatisch. Jetzt habe ich die Hälfte meines Einkaufs nicht, muss jetzt also Montag nochmal einkaufen gehen, aber habe eine Tüte voller laktosefreie Milch liegen. Hat das Einkaufen gehen heute nicht mehr geklappt, oder was? Die haben gesagt, die sagen Bescheid, ob sie es uns nicht doch nachliefern, aber haben nichts gesagt. Also habe ich gerade kurz, bevor ich hinkam, nochmal da angerufen und wir haben eine Pizza bestellt. Oder geholt, eher gesagt. Ja, wir hatten keinen Bock einzukaufen auf einem Samstag. Du kaufst mir die Milch ab. Also wenn du sie abholen kommst, also. Ich habe in meinem Studiengang mal gefragt, also in meinem Studiengang Freundeskreis, ob da jemand die gebrauchen kann. Mal gucken, und wenn halt nicht, dann werden die halt gespendet, irgendwo an Tafel oder so. Hier kommt auf jeden Fall nichts weg. Hier kommt nichts weg. Das heißt halt, sitzt da jetzt auch irgendjemand, der seine laktosefreie Milch nicht bekommen hat? Genau. Oh, die hab ich jetzt. Was macht er denn jetzt? Ja, entweder scheißen oder keine Milch trinken.
Aber nur, wenn Schatzi auch Zeit hat. Also mein Schatzi ist auf jeden Fall da. Also selbstgemachte Pizza ist besser, das stimmt. Aber ich hatte heute keinen Bock. Also sonst mache ich Pizza immer selber. Wie, keinen Bock auf Pizza machen? Nee, irgendwie nicht. Nee, hatte ich keinen Bock auf Pizza machen. Bis der Teig fertig ist und so. Was fehlt, ist ein Pizza-Emote. Pizza-Emote, das ist gute Sache. Oh ja, Sache. Das brauchst du. Oh, das Erste, was wir machen, ist erstmal gucken, ob ich Seller kriege. Pizza-Emote. Okay. Direkt eine Notiz. Jetzt muss ich sagen, ich habe das ja schon... Ne. Ich habe das auch schon einmal gespielt, aber daran kann ich mich so gut wie gar nicht erinnern. Also vor allen Dingen auch aus der Perspektive. Mal. Nee, noch schlimmer als letztes Mal, weil das von letztem Mal, das habe ich schon zweimal gespielt gehabt vorher, deswegen wusste ich noch ein bisschen was. Aber hier habe ich keine Ahnung. Also, ja. Also letztes Mal sind wir ja relativ gut durchgekommen. Ja, tatsächlich. Bin ich mal gespannt. Ich habe Angst. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Sache, die wird dir gefallen. Oh. Ah, Särge haben wir auf jeden Fall einige. Okay. Da war schon eine verschlossene also Tür. Also ich habe hier so eine Art Podest und auf meinem Podest sind so Icons. Wieder an so einem Rad und das kann ich drehen. Und ich muss da so eine Reihenfolge von drei Icons einstellen. Ich hab hier ehrlich gesagt. Findest du irgendwo so Icons? Ich hab ehrlich gesagt noch gar nichts gefunden. Ist das ein Icon? Nee, das ist, glaube ich, alles nur Schmutz an der Wand. Also, die sehen aus wie so, weiß ich nicht, Strichmännchen oder eine Zange oder ein Kerzenständer, I guess. Das fängt ja schon gut an. Nee, ich bin hier in einem Raum, ich habe einfach lauter Särge. Ach doch, hier, da! Doch, doch, doch. Okay. Okay, ja, Strichmännchen. So, sind die überall? Ja, du musst mir auf jeden Fall irgendeine Reihenfolge müssen die haben, auf jeden Fall. Und du musst mir sagen, was das für mich, also für Zeichen sind. Ich muss das Richtige hier einstellen. Ja gut, Reihenfolge. Schwierig, Gossi, aber. Also wenn ich jede Reihenfolge einmal ausprobiere, sitzen wir morgen noch hier. Also ich habe hier einen, der ist hier wie so ein Katzenmann. Also ein Strichmännchen mit wie so Katzenohren obendrauf. Ist irgendwie die Reihenfolge davon irgendwie? Ja, hier sind halt so verschiedene Einlassungen in die Wände. Ist schwierig zu sagen, was hier die Reihenfolge sein soll. Aber das erste ist wahrscheinlich dieser Katzenmann. Okay. Dann ist ja, da. Ja, den gab es nur bei einem von drei Rädern. Ach so. Also alles gut. Dann so eine Schildkröten-Ding. Ein Oval, wo oben und unten jeweils so drei Striche von abgehen. Ja, okay, habe ich. Ach so, okay. Ja, gut. So zwei Striche durch. Das ist das Einzige, was dazu passt. Ja, genau. In der Mitte sind auch zwei Striche durch. Genau. So, und jetzt wird schwierig mit der Reihenfolge, wo es hier anfängt. Ja, was ist denn das dritte Icon? Ja, das Ding ist, ich bin hier in so einem runden Raum. Also jetzt nicht wirklich rund, also ich weiß nicht mehr, wo hier der Anfang sein soll. Ich habe hier mehrere Symbole, aber ich weiß jetzt nicht, welches das erste sein soll. Ich fang jetzt ist egal, weil ich habe so Räder hier und dieser Katzenmann war nur auf einen von drei Rädern drauf. Also wird das dann auch die richtige Position sein. Aber ja, jetzt habe ich den Katzenmann, ich habe die Schildkröte, aber mir fehlt das letzte. Also du musst irgendwo noch ein drittes Logo haben. Ein drittes? Ich habe hier noch irgendwie. Ich habe hier noch vier Stück. Okay. Also ich brauche nur noch eins auf jeden Fall. Hier ist nochmal die Schildkröte, die hatten wir ja schon. Na gut, dann sage ich, ich habe hier so eine Art Stundenglas. Ja? Also so eine Sanduhr, ein bisschen. Hast du so? Nee, finde ich nicht. Nee. Okay, dann habe ich wie der Katzenmann, nur mit so Hörnern statt Katzenohren. Und auch nicht. Ohne Kopf. Dann habe ich.
Gut, ich hätte nochmal die Schildkröte oder ich hätte einen. Der sieht aus wie so ein Typ, der in so einem Boot steht. War falsch, Miss. Okay. Okay. Der Katzenmann? Katzenmann, Schildkröte. Nee, weil ich habe ein Stundenglas. Ach so. Aber. Ah, das war's nicht. Ich habe noch eine Schildkröte mit einem Kreis oben drauf, aber das war's nicht, ne? Was hast du gesagt? Noch dieser Typ, der im Boot steht. Ich nehme mal genau. Das Stundenglas und den Typ, der im Boot steht. Nee, will er auch nicht. Nein! Ah, nee, doch nicht. Also, unsere ersten beiden waren der Katzenmann und die Schildkröte. Die hattest du ja auf jeden Fall. Ja, die habe ich hier auf jeden Fall. Na gut. Der Typ im Boot war es nicht. Nee, also das habe ich auch hier. So ein Typ, der so einen Dreieckskörper hat in einem Boot mit so einem Kreis drüber, ne? So ein Wal. Ja, ja, genau, mit einem Punkt drin und einem Strich oben drauf. Genau, aber das war es irgendwie nicht. Gut, ich habe auch noch ein zweites Mal die Schildkröte hier. Auch dieselbe. Nicht mit einem mit Kreis als Kopf nein, oder so? Nein, dieselbe. Die habe ich hier aber nicht. Gut, dann. So, die Sanduhr war es auch nicht. Ich habe keine Sanduhr. Also, ich habe auf dem mittleren Ding eine Sanduhr, aber ich habe es auch schon mit der Sanduhr und dem Bootmann probiert, aber es war auch falsch. Und auch nicht so wie so ein Strichmännchen, nur ohne Kopf. Und halt wie so. Oder der Kopf ist so eine Art Raute, die oben aber nicht zusammengeführt ist komplett. Ah, okay. So, hast du sowas? Das habe ich. Hat aber auch nicht funktioniert. Ja gut, dann verhungern wir hier wohl. Okay, was ist, wenn das so rum ist? Habe ich irgendwas übersehen? Ja, hab's. Okay. Oh, die Tür ist auf. Ich habe einfach mal ein bisschen zusammen gefummelt. Sehr gut. Was du mir erzählt hast. Okay. Bist du bereit im nächsten Raum? Weil, wer weiß, wie das gleich in der Zeit angeht. Okay. Oh, die Musik geht plötzlich ab. Aha. Okay. Eine Menge verschlossene Türen soweit. Oh, hier ist eine Tür, die aufgeht. Da ist ein Buch drin. Und ein blinkender Hebel. Okay, warte mal gerade. Ich guck mich nochmal weiter um. Diese Musik, ne? Ja. Ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie wir da hinkommen. Okay, also ich habe zwei Teppiche an der Wand. Einmal mit Kreisen mit Symbolen drin, die verbunden sind, und einmal mit Rauten, die verbunden sind. So, und ich habe ein Buch, in dem steht, Dear B, I have never been as happy in my life than the moment I met you and I am was? Ramontisch. Honored oder so? Keine Ahnung, ich kann das Wort nicht lesen. To receives, glaube ich. Also das ist so eine gute Schnörkelschrift. You love in exchange. I wish I could be with you forever and the promise of you eternal love is very thrilling, but the sacrifice is too great. I cannot let you get through with this, okay? I cannot let you destroy that strong power part of yours. I hope you would understand the thing I have done to keep you from making this big mistake. Oh mein Gott, scheiß Schrift. I want, also das ist schwierig, weil die R's einfach scheiße aussehen. I want you to remember me as I was on that summer night in the Rose Gardens. I want you to remember I will always love you and I want you to remember I will always be with you. Even when I am not in this. Es ist ein R, das ist ein N. Irrtly, keine Ahnung, World. Ich glaube, es ist ein R. Ich weiß, keine Ahnung.
anymore. So, auf jeden Fall. Hier fehlt ein Stück. Du meintest, du hast ein. Zettel. Hast ein irgendwie so ein Buch oder was mit so Kreisen oder was? Wandteppich, ja. Ach, so ein Wandteppich. Ja, ich habe hier ein Buch mit einem Bild von wahrscheinlich genau diesem Wandteppich. Sind da so ein großer Kreis und dann darum so überall so kleine, die alle verbunden sind mit Linien? Genau, und ganz oben in dem ist zum Beispiel so ein T mit so, was, das, so ein F. Das habe ich nicht. Sieht aus wie ein Fernsehturm. Und der andere Wandteppich hatte irgendwelche Rauten. Genau, das ist theoretisch das gleiche Bild, nur mit Rauten. Also ich habe hier... Ach guck mal, und hier ist auch eine Nachricht von B. Okay, ich habe hier auf jeden Fall ein Buch, das von B geschrieben wurde. Okay. Ah, bleiben wir mal beim ersten Buch. Das wirkt wie eine Anleitung. Also hier ist ein Wandteppich. Okay, also der Altar. Im Buch ist was rausgerissen, ich habe aber keine Ahnung, was. Der Altar muss mit Kerzen erleuchtet werden. Okay, das ist da hinten in dem anderen Buch. Oh shit, das ist richtig dunkel. The magic symbols need to be. What? Embroidered? Was? What? Okay. Was? Okay, ein großes Opfer muss vollbracht werden. Phase 1, so. I gather around my fellow friends and let your mind and body enlighten through the light of these candles. Der König, der Wächter, Der Ward, Advisor, Priest. Okay, klar. Also erstmal die Kerzen. Das habe ich auf jeden Fall da rausgezogen. Wir müssen uns zuallererst um die Kerzen kümmern. Dafür habe ich Saya, hier... Saya, hey! Abend! Ja, sorry. Saya. Muss ja Halle sein. Ja, ja. Okay, dafür haben wir hier eine Anleitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Okay. Alles klar bei dir, Saya. Hast du irgendwo Kerzen bei dir oder so? Wow, das war... Ups. Was? Kann das irgendwie... Ich habe außerdem rechte Maus ausgeklickt. Ja, ich habe Kerzen, kann ich anzünden. Sehr gut, sehr gut. Ich habe hier die Reihenfolge. Ah, okay. Ja. Wieso schneit das? Ach so, von da oben. erst rechts. Rechts unten. Rechts unten. Links oben. Ja. Unten in der Mitte. Ja. Links unten. Ja. Rechts oben und dann ganz oben. Ich hab Angst. Was? Wovor? Was hier passiert, weil ich weiß, was da in der Mitte ist. Okay, gehen wir hier so in Sicherheit ein bisschen. Okay, okay. Also, für einen kurzen Augenblick dachte ich, dass was passiert, aber okay. Nein, nichts ist passiert. Also, die Teppiche leuchten. Oh, das ist doch schön. Hoffe ich. Ja, ich hoffe auch. So, das war Phase 1. Also, ich kann da auf jeden Fall Zeichen anklicken. Auf den Wandteppichen kannst du Zeichen anklicken. Ja. Aha. Ich lese mal Phase 2. Du hast doch vorhin zwei. So einen Wandteppich gehabt. Steht da vielleicht was drauf? Wandteppiche hatte ich nicht, ne. Ja doch, das ist mit dem Kreis. Ja, ich habe ein Buch, wo dein Wandteppich abgebildet ist. Ja, und was ist da drauf? Was siehst du da? Die Anleitung, die ich gerade lese. Alles tipptopp. Hoffe selbst auch, ja. Also.
Ich bestelle momentan online bei Rewe und ich habe heute eine Lieferung bekommen. Davon kam die Hälfte nicht an, also locker ein Einkaufswert von 60 Euro oder so. Kam einfach nicht an und war bestimmt sogar mehr, also es kam wirklich viel nicht an. Und ja, dafür habe ich aber jetzt eine Tüte voller laktosefreier Milch, die ich nicht gebrauchen kann. Bekomme halt meine ganze restliche Ware nicht, muss jetzt Montag nochmal einkaufen gehen. Also, ich bin ein bisschen genervt, aber mir geht's gut. Hier, guck mal. Okay, ich habe auch zwei Symbole. Also, ich habe zwei Symbole, die leuchten. Ja, was hast du denn für zwei Symbole, die leuchten? Der eine sieht aus wie so ein Skorpion, nur die Klauen sind Kreise. Siehst du irgendwas, das so aussieht? Nein. Okay, dann will ich es nochmal. Warte mal, ist der in einem Kreis drin? Nee, in einer Raute. In einer Raute, ja, warte, dann bin ich auf der falschen Seite. Na ja, gut. Ein Skorpion. Ja, ja. Also es sind quasi oben zwei Kreise und die werden quasi untenrum durch so einen Bogen quasi irgendwie verbunden. Und dann ist da noch ein bisschen in der Mitte, aber weiter unten von den zwei Kreisen, ein anderer mit einem kleineren Kreis da drin. Nichts, das so aussieht. Und unten ist das ein bisschen wie ein Angelhaken. Ja, doch, weil... Ah, ja. Pass auf. Ich sehe gerade die Raute und dann diesen Querstrich, den du hast, wo links ein Strich hochgeht und rechts ein Strich runter abknickt. Und ich muss jetzt all die anderen Teile, die da hingehören, hier auf dem Teppich markieren und damit das Bild vervollständigen. Das heißt, ich sehe gerade nur einen einzigen Strich von denen, die du siehst. Ach so. Das heißt, du musst mir jetzt genau erklären, was du hast. Also ich habe als nächstes zum Auswählen... habe ich einen Schwanz so gesehen, also unten den Angelhaken, einmal mit so einem Dreizack, genau. Einmal ein Dreieck und einmal ein Kreis. Nee, mit einem Dreieck, das ist der Stachel vom Skorpion. Okay, so, dann habe ich zum Auswählen entweder, also nach oben hin, so ein U, entweder mit zwei Kreisen dran oder mit zwei Dreiecken dran. Mit zwei Kreisen, das sind die Arme mit den Zangen. Okay, und jetzt habe ich einen Kopf so gesehen? Ja, ja. Entweder ein Kreis oder ein Kreis mit einem kleineren Kreis drin oder ein Kreis mit einem Punkt drin. Ja, ein Kreis mit einem kleineren Kreis. Gut, habe ich. Das sollte es dann gewesen sein. Ja, aber ich habe ja noch einen Teppich. Ja, ja, und ich habe noch ein anderes Symbol. Okay, ja dann. Das ist ein bisschen komplizierter, aber. Dann sag mir mal, was du zur Auswahl hast. Okay, ich habe zur Auswahl... Also ich sehe diesen Kreis mit diesem X drin, der ganz unten ist. Ja. Genau, und ich habe jetzt zur Auswahl für oben drüber entweder ein Dreizack. Also ganz oben? Wahrscheinlich für ganz oben. Also so gesehen ein Dreizack, der auf diesem Kreis draufsteht. Ein sehr großer Dreizack? Ja. Ja, dann nimm den mal. Okay, warte. Oder Moment, was hast du denn noch? Ich habe noch... ein Strich mit einem U obendrauf, wo dann mittendrin noch ein Querstrich ist. Ein Querstrich? Nee, das haben wir nicht. Okay. Dann habe ich so eine Art F, sag ich mal. Nee, das haben wir auch nicht. Okay, und dann habe ich noch einen Strich mit einem Querstrich, also so einer Kreuz. Und dann unter dem Querstrich so ein Pfeil noch drauf. Nee, dann nehmen wir den Dreizack. Okay. Ja, dann kann ich von da aus nur noch in eine Richtung. Das heißt, du hast den Dreizack und unten drunter zwei Querstriche, oder was? Genau. Okay. So, und jetzt kann ich noch wählen zwischen einem U mit zwei Kreisen, also so gesehen, dass der Dreizack dann oben zwei Kreise kriegt. Nee. Oder nochmal ein Querstrich, wo links und rechts noch Dreizacke dran sind. Ja, genau. Dann hat man in der Mitte so ein Plus. Oh mein Gott, hab ich erschrocken. Oh Gott, was ist passiert? Oh mein Gott. Oh, was passiert? Es brennt hier. Oh. Es ist auf einmal Feuer angegangen. Oh, und hier habe ich so einen Runenkreis bekommen auf einmal.
Geh mal Phase 3 lesen. Ich glaube, wir beschwören gerade etwas. Oh ja, wahrscheinlich nichts Gutes. Oh ja, das klingt alles gar nicht nett. Help! Oh, hier geht's um Menschenopfer. Okay, also ich habe jetzt in der Mitte so ein, nennst du mal Hexagon. Und dort sind so Steine drumrum, die kann ich auswählen. Und da ist ein Zeichen drauf. Ja, ja, so ein Rundkreis irgendwie. Genau. Ja. So, Rewe und Bringmeister vergessen bei mir auch ständig, ja. Bringmeister? Wird aber zum Glück gut geschrieben, trotz ärgerlich. Gerade wenn man ganz dringend was braucht. Ja, die Sache ist halt, es ist ja okay, wenn es gut geschrieben wird und so. Wenn halt mal eine Sache fehlt, so stört es mich auch nicht. Aber das halt wirklich, ich habe den Zettel nicht hier, das sind halt wirklich, die Hälfte meines Einkaufes haben halt gefehlt, ne? Und das ist halt schon eine Menge und das ärgert mich dann halt. Das ist mir aber auch noch nie passiert, also dass halt mal ein Ersatzartikel da ist oder mal was nicht geliefert werden kann. Damit muss man halt rechnen letzten Endes. Was soll man machen? So, ja, sorry, erzähl mir. Ja, also ich habe hier einen Ring aus verschiedenen Symbolen. Ja. Wahrscheinlich ähnlich wie du. Wahrscheinlich. Weißt du, soll ich dir jetzt einfach vorlesen, was ich hier so habe? Ja, gibt es dafür eine Reihenfolge oder so? Nee, das ist ein Kreis. Ja, aber eine Reihenfolge, in der ich sie anklicken muss, die Zeichen? Ja, ein Kreis hat halt keinen Anfang, also. Ja, aber du... Wobei, na gut, die sind in einer gewissen... Da ist doch ein Buch, steht das da vielleicht? Die sind hier irgendwie verbunden. Genau. Also, eins von beiden wird der Anfang sein und eins das Ende. Oh ja, genau. Willkommen zurück, ciao, Walla. Ich weiß jetzt nicht, was davon der Anfang und was der Ende ist. Darum fangen wir mal hier an. Es ist quasi eine Raute, aber mit einem Strich durch. Eine Raute mit einem Strich durch? Ja. Ach da. Okay, ja, habe ich. Gut. Dann, ein X... wo aber links und rechts noch so kleine Pfeile dran sind. Ja. Boah! Oh, oh mein Gott! Was? Boah! Warum kriegst du immer die lustigen Erschrecksachen? Ja, es fängt halt einfach an zu brennen ganz plötzlich und macht dabei Geräusche und das mag ich gerade nicht. Okay, dann haben wir wieder ein X, wo links und rechts die beiden Enden vom X verbunden sind. Also so zwei... übereinander. Zwei Pfeile, die aufeinander zeigen. Ach, zwei Pfeile aufeinander zeigen. Ja. Ich weiß nicht, welches du meinst, ey. Sieht das aus wie eine... Nee, oder? Wie eine schräge Sanduhr? Ja, kommt hin. Ja. Okay, nimmt der, ja? Wahrscheinlich ist es da gegenüber. Moment. Ich kann mit der... Ist das bei dir auch so, dass du mit der Maus nicht aus dem Spielbildschirm raus kannst? Ja. Musst raustappen. Ja. Ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, da bin ich wieder. Als nächstes... Ja, so eine Wolke, aus der ein Blitz rauskommt. Das ist wahrscheinlich die beste Beschreibung. Oder ein Blitz, der irgendwo einschlägt und dann so ein... Hab ich schon. Ist da sehr oder so rum, ja. Je nachdem, wie rum man es nimmt. Ein Fisch, bei dem hinten das letzte Stück von der Flosse fehlt. Oder eine Raute, mit wo oben so ein X dran ist, je nachdem, wie man es sehen will. Ja, habe ich. Dann zwei X'e übereinander. Ich habe nur dezent Angst, was hier gerade passiert. Ja. Ich habe noch zwei Zeichen. Genau. Oh mein Gott. Ein M und darunter gespiegelt einfach nochmal dasselbe M. Ha, habe ich. Und das letzte... Oh, es gibt nur das letzte. Oh, das war's. Oh. Esoterische Etymologie. Ich habe Angst. Ach. Schatzi? Angst, Schmangst. Schatzi? Kannst du zumachen, die rauchen? Tröste mich. Sorry, mein Nachbar raucht und es riecht wie Kneipe gleich. Ja, ekelhaft. Ja, ich mag das auch nicht, aber was soll ich machen? Ich hatte auch Leute, die haben immer genau vor meinem Fenster geraucht. Das ist zum Glück nicht mehr so.
Okay, also bei mir ist zumindest mal keine Tür aufgegangen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, doch, hier ist was aufgegangen. Oh, jetzt bin ich eingesperrt. Okay, hier sind verschiedene Podeste mit Würfeln drauf. Oh nein, du musst den Würfel in die Reihenfolge machen, in der, die ich sehe. Mein Treppe verschwindet, da ist Lava drunter. Okay, let's go. Ich bin auch eingesperrt. Also, ich hab hier einen Würfel vor mir liegen, ja? Ja. Ist bei dir irgendwo so ein Kompass drauf? Auf einer Seite. Wie? Auf der Seite vom Würfel? Vom Würfel, ja. Was habe ich getan? Ein Kompass? Nee. Was passiert? Ist bei dir irgendwas passiert? Naja, eine Treppe ist weiter aufgegangen. Ich fahre gleich in die Lava. Okay. Oh. Ich habe einen Würfel. Uff, da sind zwei Dreiecke, zwei Fünfecke und ein Quadrat drauf. Findest du so einen? Oh mein Gott, die Treppe kommt näher. Zwei Dreiecke, zwei Fünfecke, ein Quadrat. Ich nehme den Würfel einfach mal in die Hand, aber ich kann den nicht wirklich angucken. Ich glaube, du musst ihn irgendwo hinlegen drehen hier. Oder so. Da ist ein Dreieck, da ist ein Dreieck, ein Fünfeck und ein Quadrat, ja? Zwei Fünfecke und ein Quadrat. Okay, das ist der, den ich hier sehe. Ich weiß nur nicht, was du damit machen musst. Obwohl, irgendwo dahin legen oder vielleicht so? Auch nur ein Fünfeck. Nee, ich sehe nur ein Fünfeck, aber ich sehe die Unterseite halt nicht. Ich sterbe. Ey. Time to say goodbye. Oh. Nun, das hat nicht so gut funktioniert. Also, bevor ich jetzt weitermache. Manu! also. Jedes Mal, ich weiß nicht, irgendwas machst du mit den Würfeln. Und jedes Mal, wenn du das mit den Würfeln verkackst, was auch immer du da tust, geht für mich eine Treppe weiter auf. Also, es geht langsam, geht jede Treppenstufe weg. Und wenn du einen Fehler machst, gehen direkt 5 Treppenstufen auf einmal für mich weg. Also, gut. Das heißt, du darfst nicht so oft Fehler machen. Ich weiß nicht, was du mit den Würfeln machen musst, aber du musst den richtigen Würfel dafür nutzen. Ich weiß auch nicht genau, was ich mit den Würfeln machen soll. Ich nehme die halt in die Hand und kann die dann auf so ein Podest ablegen, um die anzugucken. Aber was ich dann machen muss, habe ich auch noch nicht rausbekommen. Vielleicht kannst du sie schon vorher anschauen oder so? Ja, die stehen auf so einem Podest, wo ich die nur von vorne sehen kann. Und du nimmst sie dann in die Hand und tust sie auf ein anderes Podest oder wieder das Gleiche? Genau, auf ein anderes. Ja, okay. Ja, dann müssen wir den richtigen Würfel finden, den wir auf dieses Podest legen. Du kannst ihn nur von oben sehen. Du kannst nicht irgendwie, wenn du dich anders hinstellst, von der Seite gucken. Also. Nur auf dem anderen Podest. Okay. Ja, und wenn ich dann irgendwie, wenn ich die linke Maustaste dann drücke, dann macht's bumm. Und dann ist der Würfel wieder auf dem ersten Podest und ich kann da für ein paar Sekunden nicht dran. Und das ist dann wahrscheinlich das, wo bei dir die Stufen weggehen. Genau. Chahuala sagt, sowas ist zu kompliziert für mich. Fühle ich gerade. Ja, wir gucken jetzt nochmal. Also ich würde nochmal den Würfel gucken. Und einfach gucken, dass wir einen finden mit dem richtigen Logo oben drauf. Ja, das machen wir. Und dann müssen wir probieren und einfach hoffen. Okay, ja, du musst links unten Retry from Checkpoint klicken. Ja. Oh, ich hab so einen richtig verspannten Rücken und Schultern, ey. Weil ich gestern auf einem Konzert war und ich bin richtig kaputt jetzt. Okay. Oh, hier müssen wir nochmal die Kiste hier machen mit den Runen. Oh, müssen wir auch die Kerzen nochmal machen? Nö, oder? Nee. Ich stehe jetzt gerade vor dem Würfel wieder. Du musst wieder in den Raum mit den Würfeln rein. War das hier nicht die offene Tür? Moment mal. Oder muss ich... Ich meine, das war
die Tür hier. Weißt du, ist es. Ach, da hinten. Okay, da ist die offene Tür. Rein da. Ja, das ist der Würfelraum. Okay, von welcher Seite siehst du den Würfel denn? Von vorne und von oben ein bisschen. Vorne, von oben, okay. Hey, hey, Saya, danke für den Follow. Du bist auch von Ayumi rübergekommen, ne? Wahrscheinlich. Ach doch, welchen Anklicker? Ich will dich nicht stressen, meine Treppe geht weg. Ja, ich kann den Würfel jetzt von allen Seiten sehen. Okay. Oben drauf müsste ein Fünfeck sein. Also es müssten wieder zwei Fünfecke sein. Zwei Dreiecke und ein Quadrat. Die beiden Dreiecke zeigen mit den Spitzen beide jeweils auf das Fünfeck drauf. Zwei Fünfecke. Und die beiden Fünfecke zeigen auch mit den Spitzen zueinander. Und ein Quadrat und auch so einen Kreis habe ich auch. Was für ein Kreis? Ja, ein Kreis. Der Würfel hat halt sechs Ecken. Sechs Seiten und auf einer ist auch wie so eine Sonne. Mit so einem roten Strich in eine Richtung. Ja, das ist ein Kompass, genau. Ach, das meintest du mit Kompass? Ja, und direkt gegenüber müsste eins der Fünfecke sein. Wie gegenüber, also auf der anderen Seite, ja? Genau, auf genau der anderen Seite ist das, okay. Ja. Und die beiden Dreiecke zeigen mit den Spitzen auf das Fünfeck. Ja, und die Kompassnadel zeigt auf ein Dreieck. Nee, die Kompassnadel muss auf ein Fünfeck zeigen. Und die Spitze von dem Fünfeck muss auf die Spitze des anderen Fünfecks zeigen. So, weil dann probiere ich nochmal einen anderen Würfel. Mach mal. Die Kompassnadel hier zeigt auf ein Fünfeck und die Spitze zeigt auf ein anderes Fünfeck. Sorry, dass ich dich abgebrochen habe. Okay, ja, und dann wieder die beiden Dreiecke, die mit den Spitzen auf das Fünfeck zeigen, was gegenüber vom Kompass liegt. Die Steuerung. Hier ist das Fünfeck. Beide Dreiecke müssen auf das Fünfeck zeigen. Genau. Nee, das habe ich hier auch nicht. Dann nehme ich den nächsten Würfel. Ja. 1, 2, 3, 4. Kompassnadel zeigt nicht auf ein Fünfeck, dann ist es das nicht. Ich habe noch 10 Stufen Zeit. Die Dreiecke zeigen nicht auf die. Was? Worauf sollen die Dreiecke zeigen? Auf das Fünfeck, was genau gegenüber vom Kompass liegt. Okay, das ist es dann auch nicht. So, hier. Das ist es auch nicht. Also langsam wird es ja aber knapp mit Möglichkeiten. Drei Stufen noch. Fünfeck. Zwei Stufen noch. Okay, ich hab's offensichtlich verpeilt. Ja, jetzt probier den ersten einfach aus. Eine Stufe noch. Okay, ich nehme einfach einen, probier's, weil ich fahr jetzt eh. Nein, war falsch, aber ist nicht schlimm. Ich wäre jetzt eh gestorben. Ja gut, ja, wir wissen, dass es der erste Würfel nicht ist. Ja, das Muster ändert sich jedes Mal, wenn wir es probieren. Oh, Leonora, hallo. Hallo, Leonora. Ja, oh, guck mal, Saya und Leonora scheinen sich auch schon zu kennen. Ja, guck. Ja, gerade eingeschaltet und dann deinen wunderschönen Namen gelesen. Oh, achso. Achso, ich glaube, ihr meint euch gegenseitig, ne? Ein Zeichen. Also, okay, noch ein Versuch. Diesmal klappt's bestimmt. Jetzt wissen wir ja zumindest, was wir machen müssen. Genau. Jetzt weißt du auch, wie du dir die Würfel anschauen kannst. Genau, das hat vorher gefehlt. Let's go. Okay. Speedrun. Zack. I'm running. Zack. Oh, jetzt ist es schon wieder eine andere Tür. Okay, dann bin ich doch nicht verrückt geworden. Aber der Kompass ist jetzt woanders. Ach, kotzt mich an. Oh, na egal. Dann sag mal, okay, was brauchen wir? Zack, zack, ich bin bereit. Also wieder zwei Fünfecke und zwei Dreiecke und ein Quadrat. Ja, so. Das ist immer gleich. Es gibt einen, also da, wo der Kompass ist, ein Feld direkt daneben müsste ein Dreieck sein, was mit der länglichen Seite zum Kompass ausrichtet. Mit der länglichen Seite? Genau. Also mit einer flachen Seite? Genau. Nee. Neben dem... Oh, scheiße, ich habe das Falsche genommen. Nein, leg wieder weg. Okay, ich habe es auf den Boden geschmissen. Auch gut.
der länglichen Seite auf die Kompassnadel. Nee, zum Kompass hin, aber auf der gegenüberliegenden Seite von der Rotnadel. So. Ist schwierig. Okay, dann nochmal. Nein, das ist es nicht. Na, das könnte es sein. Das könnte es sein, ja. Vielleicht. Auf der anderen Seite, bei der roten Nadel, ist ein Dreieck, was mit einer seitlichen Seite zeigt. Dann war es das doch nicht. Das könnte es sein. Wir werden sterben. Das ist links und rechts vom Kompass. Okay, auf der einen Seite ist ein Fünfeck. Ja. Und auf der anderen Seite ein Quadrat. Ja. Ja, oben drauf müsste nochmal ein Fünfeck sein. Das ist er vielleicht. Ich leg dir mal aufs Podest. Ja. Ja! Oh, das sieht gut aus. Nice. First try. Oh, es geht weiter. Du brauchst noch einen Würfel. Wie, was? Oh, shit, dann gehe ich zurück in den Raum. Okay. Ich weiß nicht, ob derselbe Raum oder ein anderer Raum ist. Nee, scheint ein anderer zu sein. Oha. Und ich habe mich schon gefreut. Jetzt muss ich mir auch noch merken, in welchem Raum ich schon war. Das wird ja wild. Okay, hier. Da. Okay. Oh mein Gott. 3D-Denken, oh mein Gott. Die rote Nadel zeigt auf ein Quadrat. Gut, dann ist es der schon mal nicht. Nee. Nee. Okay, der könnte sein. Okay. Auf der einen Seite der Nadel, also so gesehen links von der roten Nadel, müsste ein Fünfeck sein, was mit der Spitze zum Kompass zeigt. Weißt du, was ich meine? Oh, ich glaube, ich habe den Würfel schon direkt gefunden. Okay. Nee? Nein. Hä? Nein. Okay, dann habe ich nicht verstanden, was du meintest. Okay. Also, die Kompassnadel zeigt auf ein Quadrat. Ja. Dann können das eigentlich nur zwei Würfel sein. Entweder der hier oder der hier. Und der war es gerade nicht. Dann muss es ja der hier sein. Jo. Ja. Oh mein Gott. Das war schnell. Du bist einfach der King. Noch ein Würfel. Nein. Noch ein Raum. Nein. Okay. Ich suche den Raum. Leute. Ich suche den Raum. We can do that. Der ist halt noch beschissener zusammengestellt. Oh mein Gott, ist das schwierig. Also du musst halt wissen, ich sehe halt nicht den Würfel, sondern ich sehe den so auseinandergeklappt. Achso, ja, das ist schwierig. Ja. Ich finde die neue offene Tür nicht. Also hier waren wir gerade drin. Ja, hier sind wir durch. Da waren wir, glaube ich, zu erst drin. Oder es ist einfach nochmal derselbe Raum. Okay, da scheint einfach nochmal derselbe zu sein. Okay. Ich bin bereit. Was ist oben über der roten Nadel? Die rote Nadel zeigt auf ein Fünfeck. Ja? Auf der anderen, also gegenüber von der roten Nadel, der Pfeil zeigt auf ein Dreieck. Flache Seite. Moment, was? Gegenüber was? Also der Kompass. Ja. Nicht Richtung rote Nadel, sondern auf der anderen Seite. Ach so, da drunter. Ist ein Dreieck, genau. Ein Dreieck, mit der flachen Seite aber. Ja. Das zeigt mit der Spitze auf ein Dreieck wieder. Okay, das wird der Würfel sein. Okay. Ja. Nice, war direkt der erste. Oh! Stachelige Stiege. Es hat funktioniert. Wieso spielt dieses Spiel mit dir? Okay, das ist der neue Gang. Ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen. Dein Name ist auch toll, Trips. Danke sehr. Schön, dass dir mein Name auch gefällt. Und nicht nur der von Saya. Okay, ich habe einen Gang mit Fackeln und einen blinkenden Schalter. So einen habe ich vorhin schon mal gesehen. Soll ich den einfach mal... soll ich einfach mal? Ich habe auch einen Schalter. Ich schaue mir jetzt einfach mal um. Ich habe einen Schalter, ich habe Waffen. Ah! Oh Gott.
Der Gruselgeist vom letzten Mal aus dem Theater ist wieder da. Oh nee, den finde ich verstörend. Nee. Okay, ich leg mal meinen Schalter um. Ja. Oh, jetzt habe ich Angst. Ich will den nicht sehen. Der sieht aus wie so ein Schlafparalyse-Dämon. Den mag ich überhaupt nicht. Ja, gut. Nee, gar nicht gut. Ich habe böses Lachen und... Oh Gott, was ist hier los? Hier passieren Beine tödliche Dinge! Tödliche Dinge, man will mich zerquetschen! Ich halte es auf, glaube ich, oder? Ja. Okay, ich habe hier diverse Ritter mit Schilden und Waffen. Und Wappen mit Tieren drauf. Ich habe einen Dachs. Ein Ritterdachs. Okay, also die Ritter, die haben schon Waffen in Hand. Einer nicht. Nee, aber Waffen oder Schilde. Okay, einer hat keine Waffe. Ist ja geil. Ich habe sowohl Ritter mit Waffen drüber, als auch Schilde und so. Okay. Du musst mir jetzt gleich sagen, was für... Also du gehst zu einem Ritter, sagst mir, was für ein Wappen drüber ist und sagst mir, was der in der Hand hat. Okay, der Dachsritter... Aber ich muss dann jetzt das Rad loslassen. Der Dachsritter hat ein Schwert, aber kein Schild. Was für ein Schwert? Ja, ein Schwert halt. Wie? Ja, aber wie gebogen ist das? Ach so, überhaupt nicht. Einfach stumpf gerade, groß oder klein? Groß. Wie groß ist das? Also, es ist kein Messer oder so. Ist da eine Kerbe drin? Nee, einfach ganz normales, stinknormales Schwert. Irgendein Muster in dem Schwert? Nee. Die Hälfte meiner Zeit ist rum, würde ich sagen. Ja, ich weiß leider nicht, welches Schwert. Ich habe so viele Schwerter hier. Nimm das, so ein, das allernormalste so ein Schwert, das du findest. Das allernormalste, was ich finde. Der Dachs. Ja. Der hier. Was passiert? Oh, er hat rote Augen. Das ist nicht das Richtige, glaube ich, oder? Dann nimm das zweitnormalste Schwert, das du findest. So, geht die Wand zurück? Oder ist das eine Wand oder so? Kann es sein? Ja. Okay. So tief wie eine Messerklinge lang ist. Das klingt nach einer sehr, sehr tiefen und seltsamen Liebe, die ihr beiden da habt. Okay, der Ritter hat jetzt auch rote Augen bei mir. Aber das scheint richtig gewesen zu sein. Meinst du? Ja, also ich lebe noch. Rote Augen hat. Was für ein Schild hat der? Gar keinen. Aber wenn er rote Augen hat, stimmt das dann? Weiß ich nicht. Okay. Hä? Find's heraus. Dann ein anderer Ritter. Okay, der nächste. Der ist gegenüber. Das Wappen, würde ich sagen, ist ein Löwe. Schwarz-weißer Löwe. Mit einer Krone. Und der Typ hat keine Waffe, nur ein Schild. Was für ein Schild? Mit drei Einkerbungen. Links, rechts und oben. Und an sich ist es dreieckig. Also es ist unten dreieckig, aber oben eckig? Was? Mit so einer Blume in der Mitte? Nee, das Schild ist halt so ein dreieckiges Schild, das unten eine Spitze hat, aber oben flach ist. Aber es hat drei Einkerbungen, die links, rechts und oben sind. Okay, ist in der Mitte ein Punkt oder eine Blume oder sowas? Also so ein Punkt würde ich eher sagen. Dann müsste es das hier sein, ich hoffe es. Ja, ich hoffe es auch. Die Zeit entrinnt. Oh Gott. Es handelt sich um wenige Sekunden. Oh. Die Rettung, da ist sie. Ich rette dich. Ja, das war schon. Ja, ich muss halt jedes Mal ein Rad dafür drehen. Und dieses Rad, das dreht sich halt, sobald ich es einmal aufgedreht habe, wieder los halt. Das war auf jeden Fall schon knapp. Ich habe mich kurz zerquetscht gesehen. Okay, ich hab's Rad jetzt wieder in der Hand. So, das nächste. Oh, ich sehe. Moment mal, da muss ich ja kurz nochmal was gucken. Ah, ne, doch, okay. Diesmal ist das Wappen wieder ein Dachs.
Diesmal ist der Dachs aber, der geht aufrecht und hat ein Buch in der Hand. Ja. Und der Typ hat eine Hellebarde oder also so eine richtig krasse Streitaxt. So richtig Fantasy-mäßig. Mit so einer Spitze oben. Also wenn es zu eng wird mit der Wand, sagst du Bescheid. Ja. Mit einer Spitze oben. So fändlich. Auf der einen Seite eine große Klinge, auf der anderen Seite eine kleine? So zwei kleine auf der anderen Seite. Josiah, guten Abend und später eine gute Nacht dir auf jeden Fall. Ah, und oben ist so ein schwungvolles Irgendwas, was hochgeht, ne? Der Schild ist rund und hat 4 Punkte und in der Mitte einen großen. Shit. Scheiße, wir haben es falsch gemacht. Ich bin des Todes. Okay, egal, zieh die Wand zurück. Jetzt geh, mach doch, nein! Na? Ich schiebe mit. Weg, Wand des Todes. Okay, hörst du mich jetzt doppelt? Nein. Okay, dann bringt das Walkie-Talkie nichts. Also es bringt was, aber ich habe es ausgestellt, das Walkie-Talkie. Na gut. Die Wand kommt wieder. Du müsstest mich jetzt doppelt hören. Nee. Vielleicht. Vielleicht hab ich es standardmäßig aus. Scheiße. Wie nehme ich denn die Waffe wieder weg? Das war die falsche Waffe. Oh, Trips. Falsche Waffe? Aber es gibt auch noch ein Schild, ne? Weil ich hab's dem Dachs gegeben, aber ich hab's dem falschen Dachs gegeben. Dem falschen Dachs? Okay. Falscher Dachs oder falsche Waffe? Falscher Dachs, weil ich hab's dem Dachs mit Buch gegeben, das Schwert. Das ist aber der richtige. Achso, das Schwert hast du dem mit dem Buch gegeben. Ja. Achso, nee. Weil das war halt für mich ein Dachs. Nee, der. Ja, das ist. Es gibt zweimal den Dachs. Das mit dem Schwert, der Dachs hat auch ein Schwert. Der Dachskönig. Okay, gut, wo sind wir jetzt noch bei dem mit dem Schwert, oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt einen Dachs mit einem Buch, der hat jetzt ein Schwert in der Hand. Nee, das ist falsch. Der Dachs mit dem Schwert hat das Schwert. Okay, vielleicht halt auch einfach das andere Schwert. Vielleicht aber dieses hier. Aber du hast gesagt, das hat keine Zacken oder so. Ja, vielleicht auch so ganz, ganz kleine Zacken unten, aber kaum der Rede wert. Also ich habe hier halt ein anderes Schwert und das hat halt die Ultra-Zacken. Darum. Linke oder rechte Hand? Das Schwert mit den bisschen Zacken. Rechte Hand. Also von seiner Perspektive aus. Hä, aber wieso haben die denn rote Augen, wenn das irgendwie nicht stimmt? Ich habe keine Ahnung. Die Zerquetschung naht. Gut, hab dich. Okay. Das kann man schon als Zacken bezeichnen, ne? Nur halt sehr, sehr klein. Okay, ich muss es einfach probieren. Ich weiß gerade auch nicht. Zur Not hätte ich halt noch einen vierten Ritter. Ja, mit einem Elch, ne? Ja, genau. Mit Lametta im Geweih und zwei Pfeilen und der macht einen Hitlergruß. Und marschiert dabei im Stechschritt. Es ist ein sehr fragwürdiger Hirsch. Ja, was hat der an Hand? Der Hirsch? Nix. Der Ritter unter dem Hirsch. Achso. Der hat noch richtig, richtig krasses... So einen richtig krassen geschwungenen Säbel mit lauter Zacken dran. Oh oh. Aber wirklich, ich sehe 1, 2, 3. Ich sehe 4 Zacken. Mindestens. Vielleicht auch 5.
Auf der einen Seite? Nee, es gibt einen kleineren Zacken auf der Rückseite. Linke, rechte Hand? Linke Hand. Ja, und jetzt haben einige rote Augen und ich weiß nicht warum. Und der hat halt noch auch ein Schild, ne? Okay. Ja, dann erzähl mir mal was von dem Schild. Also, danke. Ja, wie beschreibe ich den? Es ist wie so ein X ein bisschen. Und jeder Strahl von dem X hat so zwei Nieten. Und in der Mitte ist wie so ein eckiges Oval, auch mit so einem dicken Stachel in der Mitte. Das ist, glaube ich, ganz gut beschrieben. Okay. Ja, es passiert leider nichts mehr. Wie viele Schilde hast du denn und Schwerter? Zu viele. Also ich habe 1, 2, 3, 4 Schilde verschiedene und ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schwerter, 4 oder 5 Äxte und noch einen Streitkolben. Kannst du mir einfach die 4 Schilde zumindest einfach mal beschreiben? So. Ich probiere mal gerade was. Okay, kann ich nicht. Okay. Ich habe einmal ein rundes Schild. Ja. Mit so Punkten. Links, rechts, oben, unten drauf. Und in der Mitte noch ein Punkt. Ist da eine Blume drauf? In der Mitte? Nee. Also auf dem Punkt meine ich so eingraviert? Nee. Nee? Gar nichts? Auf dem Runden nicht, ne? Doch, ist tatsächlich. Ja, das ist der für den Dachs mit dem Buch, der Schild. Zerquetschung! Zerquetschung! Na? Ja, ich schaff's nicht! Nein! Oh Gott! Du hast keine Ahnung, wie knapp das war. Nein! Oh Gott! Was tust du? Du spielst mit meinem Leben. Du glaubst nicht, wie knapp das war. Ich dachte, ich wäre tot. Ich verkriech mich in der Ecke. Denn ich weiß leider nicht, wie ich dem die Waffen wieder wegnehmen kann. Weil der hat jetzt irgendwie rote Augen, aber ich kann nichts machen. Dann ist er vielleicht einfach richtig, wenn du es ihm nicht wieder wegnehmen kannst. Ja, aber dann hat der Dachs mit dem Buch aber kein Schild. Achso, nee, dann ist... Er hat nur ein Schwert in Hand. Schwert? Nein, der Dachs mit dem Buch hat gar nichts. Also kein... Der hat die Axt. Und ja, aber die kann ich ihm nicht geben. Weil das... Lass es mal noch mal neu starten, okay? Das heißt, ich muss sterben? Ja, ich sterbe für dich. Alles gut. Okay, na gut. Da bin ich mir zufrieden. Von mir aus. Okay, nochmal neu. Dann hoffen wir mal, dass sie immer noch dieselben Sachen haben. Ich glaube nämlich nicht. Ist ja nicht schlimm, ich kann ja die Wand ganz oft zurückdrehen, das ist okay. So, wir gucken mal. Boah, das böse Gelache. Okay. Zuallererst haben wir den Nazi-Hirsch. Ja. Was hat der? Der hat keine Waffe. Und in der linken Hand... hatte er ein Schild, er hat quasi dieselbe Form wie die Schilder mit den Wappen drauf. Ja. Punkt. Mit einem Punkt in der Mitte? Ist da eine Blume drauf? Ist da keine Blume drauf? Da ist eine Blume drauf. Okay, dann weiß und ich nicht, welches. Und fünf so Nieten. Genau, dann weiß ich nämlich, welches du meinst. Weil ich hab zwei in der Form, deswegen. Also. Ja, du dumme Wand. Komm ruhig näher. Diesmal haben wir dich. Piss mich nicht. Der Elch, wo ist denn der Elch? Da ist der Elch. Linke Hand von ihm aus gesehen, ne? Ja, seine linke Hand. Okay, hab ich. Ich drehe nochmal die Wand zurück, einfach, dass ich Zeit habe. Ja. Dann kannst du dir nochmal einen anderen angucken.
Ja, habe ich schon. Der ist wieder leicht. Ja. So, wie viele Äxte hast du? 3 oder 4. Beschreib mal. Boah, dafür muss ich die Wand auch mal loslassen. Gut. Also, ich habe eine Axt mit links eine kleine Klinge, rechts eine große Klinge mit 2 Kugeln drin. Ich habe eine Axt auf beider Seite große Klingen mit unten zwei nächste. Zacken dran. Okay. Dann muss ich auf die andere Seite rennen. Aber ich drehe nochmal die Wand. Weg. Ich habe eine Axt mit links 2 kleine, rechts eine große, die so wie so ein Säbel oben so. Ja, klingt sehr gut. Und ich habe eine, die aussieht wie 2 umgedrehte Hörner. Nee, die davor, die geht an den Dachs mit dem Schwert in die linke Hand. Ohne Schild, also das wär's sogar schon. Ah, was hat denn der hier für einen Unterbiss, ey? Unangenehm. Hat geklappt? Ah ja, der hat rote Augen. Ja. Der Hirsch auch. Ich glaube, rote Augen ist gut. Ich glaube, das heißt, die sind richtig. Ich glaube auch. Ich hoffe es zumindest. Guck mal. Dann haben wir den Löwen. Und der hat in der linken Hand... Ja, wie so eine geschwungene Machete mit so einem Sägerücken dran. Guck mal, diesmal ist leichter. Diesmal hat keiner ein Schild und ein Schwert. Geschwungene Machete mit Sägerücken dran. Also oben so geschwungen und danach nach unten hin so eine Art Kuhle und gegenüber davon so wie eine Säge. Ja. Okay. Ich glaube, das Spiel hat erkannt, dass das letzte Mal zu schwer war und hat es jetzt einfacher gemacht. Löwe, linke Hand, rechts, links. Ja. Oh, hat rote Augen, passt. Und dann kommt jetzt der Dachs mit dem Buch. Der hat einfach den anderen Schild in der Hand, der genauso aussieht wie die Wappenschilde. Mehr nicht. In der rechten Hand. So, easy. Ich warte jetzt, dass die Tür aufgeht. In der rechten Hand. Ja, enge Verhältnisse. Oh nein. Wie oh nein? Ich habe einen roten Schalter und... Was ist das denn hier? Also, ich kann ja mal gleich beschreiben, was ich hier sehe. Erstmal würde ich mich kurz umgucken. Interessant. Also, ich habe Fenster mit Bildern drauf, die ich irgendwie, mit denen ich interagieren kann. Ich guck mal, ob ich damit auch interagieren kann. Ich habe eine Tür, mit der ich interagieren kann. Oh ja, ich kann mit den Bildern interagieren. Türen probiere ich auch. Oh, ich habe hier jetzt auch Schwerter und so. Ah, die erste Tür ist zu. Und die zweite ist auch zu. Okay. Eine kann ich aufmachen von den Türen. Oh, da guck mal rein. Ah, ich kann die Fenster auseinandernehmen. Auseinandernehmen? Ja. Ich kann sie nur angucken. Okay, ich habe einen Schalter und ein Buch. What have I done? Steht in meinem Buch ganz groß mit Blut geschrieben. Ja, das fängt ja gut an. Ja. Und so eine Tabelle. Ah, ja. Ich kann die Schriften leider nicht erkennen. Es geht auf jeden Fall um Monate, glaube ich. Irgendwelche Namen und Nummern, aber ich habe keine Ahnung. Ja, wie so ein Kalender? Ich zieh mal den Hebel. Ah, nee, kann ich gar nicht. Ich zieh meinen Hebel. Hast du? Weil hier... Mir ist nichts aufgefallen.
Bei mir ist leider auch nichts passiert. Ah, du konntest deinen Hebel bewegen? Ja, der ist schon bewegt. So. Weil meiner ist rot und mit dem kann ich nicht interagieren. Oh, hier ist noch einer, der blinkt. So. Ist jetzt was geschehen? Nichts Aktives. Ich gehe mal auf die andere Seite nochmal rüber. Ah, das ist schon der dritte von diesen Hebeln. Und der erste war im zweiten Rätselraum und den habe ich gar nicht benutzt. Jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwas fürs Ende ganz schrecklich verkackt. Ah gut, gehen wir mal an die Fenster. Mit denen kannst du ja irgendwas machen. Wie viele hast du? 3 Stück? Also erstmal, ich habe in der Mitte so eine Art Burg. Miniaturburg. So, sowas habe ich auch. Okay. Davor ist so eine Art Schachbrettfeld. Ja, habe ich auch. So Paarung, genau. Das habe ich hier auf jeden Fall mitten in meinem Raum. Ja, ich habe sowas auch. Kann ich aber nichts mitmachen. Hast du das Lachen gehört? Nee. Alter, das hat bei mir richtig fies gelacht. Das hatte ich bei dem Zerquetschungsraum eben. Kannst du mit dem Schachbrett was machen? Nö. Na gut, die Scheiben, ich habe 6 Scheiben. Oh, ich habe 3. Ich kann die auseinandernehmen, tatsächlich. Und so diese Elemente rausnehmen? Ja. Ah ja. Dann musst du wahrscheinlich was zusammenbauen, was ich hier habe oder so. Ja, aber ich weiß halt nicht, wohin ich zusammenbauen soll. Auf eine davon? Weil irgendwie kann ich die nicht wieder da reinsetzen. Wie, die trägst du dann einfach in der Hand rum oder was? Ja. Right. Ist da auch keine, die irgendwie frei ist oder so? Ah, hier oben. Okay, aha. 3 Fenster. Ja, wir müssen 3 Fenster zusammenbauen. Okay. Genau, die habe ich hier. Ja, dann fangen wir mal ganz links an, würde ich sagen. Ui, ja, dann erklär mir mal das obere Stück. Das obere Stück ist einfach dieser Löwenkönig. Ich weiß nicht, hast du ein Bild? Ich habe in den Zerquetschungsraum war ein Bild von dem. Das ist so ein Typ mit so einer Ritterrüstung und so einem Löwenhelm. Ist das ein Löwe? Guckt er nach rechts? Nee, also nach links. Das ist eine normale Krone. Ich habe halt 6 Fenster und die liegen direkt gegenüber. Ich muss mal durch die Ganze keine Krone, so ein Helm, so ein Ritterhelm. Ja, so ein Helm, ja, ist wie ein Scheuerer. Der hat eine Krone. Wie ein Löwe, auch mit so richtig krassen Reißzähnen. Bisschen vampirmäßig. Was für eine Farbe hat sein Bart? Was hast du denn so? Rot und grau. Dann rot. Hat der auf seinen Schulterkappen so Rosen drauf? Ja. Hat der auf seiner Brustplatte auch was drauf? Dachsen mit Schwertern. Okay. Schwertdachse. Und der guckt nach links, wenn du drauf schaust? Ja. Dann muss das hier sein. Und das ist das erste Fenster, genau. Also das ganz, ganz linke Fenster. Ja. Okay, dann ist das zweite Element. So eine rothaarige Frau mit so einem Zopf, die wahrscheinlich tot da liegt, nach rechts geneigt und die hat eine Narbe am Mundwinkel. Da steckt ein Schwert drin, kann das sein? Nee, da kann nicht sein. Bist du ganz sicher? Ach doch! Doch. Ich glaube, das könnte ein Messer sein, das da drin steckt. Ja, doch. Ich meine, ich kann nochmal auf der anderen Seite vorbeischauen, aber ich meine, das, was ich hier in der Hand habe, das ist. Doch, sie hat also ihre Hand auf dem Griff liegen, ne? Ja, so auf dem Bauch. Ja. Dann ist es das. Oh, nee. Nee? Es könnten 2 sein. Also entweder sieht die eher älter oder jung aus? Hat die so am Hals auch Narben? Ja, älter. Ja. So ein richtiger faltiger Totenhals. Ah, und dann ist das nur so ein Mini-Dolch, was sie so unter der Hand liegen hat. Ja, ne? Genau. Okay, dann war es doch ein anderer. Der ist aber auch blutig und steckt in ihr. Ja. Gut. Habe ich.
Ist das letzte? Ja, das ganz unten dann, ne? Ja. Wie so eine Art Springbrunnen, würde ich sagen. Okay. Was ist neben dem Springbrunnen? Sind das Büsche? Ja, mit so roten Blumen. Genau, aber die Büsche sind eher hell so. Ja. Und die Blumen so rot und der Punkt in der Mitte ist orange. Hier ist kein Brunnen. Auch kein Brunnen. Ja, nicht okay. Falk steht der Einzige mit Brunnen drauf. Ja, dann nimm den. Ja. Okay, erstes Fenster finished. Ja, sehr gut. Ist das mittlere Fenster? Oh, das ist ganz dramatisch. Da ist so ein richtig böse aussehender König. Der hat dieselbe Dachs-Rosenrüstung wie der eben, aber der sieht viel böser aus. Also richtig bösartiger Ziegenbart auch. Der guckt der auch hat böse. Hat eine Kette um? Ja, der hat auch eine böse Kette um und eine böse Krone. Der schaut nach links. Und der schaut einen eher so direkt an. Also er guckt nach links, aber er schaut einen direkt an. Mein Gott, wenn ich dieses Bild in der Hand habe, ist er noch gruseliger, weil nur sein Auge so rausguckt. Ich bin ein richtiger Schurke. Okay, dann kann der das nicht sein, dann muss das dieses hier sein. Mhm. Ich mache mal so einen ganzen Rundgang, ob ich auch das Richtige nehme. Okay, weiter. So. Also jetzt das Bild da drunter? Ja. Okay, da ist ein Ritter mit einer richtig kompletten Ritterrüstung und Kettenhemd drunter. In dem stecken drei Pfeile, er hat einen Bogen in der Hand. Auf seiner Schulter sind zwei Hähne. Er hat einen weißen Bart und sein Helm ist ein Helm mit goldenen Flügeln. Dann muss das der hier sein. Ja, 1A beschrieben, ich weiß. Ja, top. Ich wusste sofort, welches du meinst. Ja. So, jetzt das letzte. So, und unten einfach so eine Schlachtfeldszene. Da stecken Schwerter im Boden, daneben sind die Schilde mit den Löwenwappen. Und dann sind da noch Speere und Äxte. Und ganz links und rechts sind kahle Bäume. Okay. Dann das letzte Bild. Okay, also ganz rechts. Ganz rechtes Bild, genau. Da ist nochmal derselbe Löwenkönig, nur der guckt jetzt nach rechts. Was ist auf seiner Rüstung? Die Schwertdachse. Ist die Rüstung silber? Das ist bei der Beleuchtung schwer zu sagen. Ich würde sagen, eher rötlich. Also eher so kupfern? Ja. So verglichen mit dem ersten ist es eher Kupfer, ja. Okay. Deck, nächstes. Wieder eine Frau. Diesmal jünger. Blond. Wieder so eine Narbe am Mundwinkel. Ja. Und hat einen Pfeil in der Brust. Ein Pfeil also. Ja. Muss ich auf die andere Seite wieder rennen? Oh mein Gott, ich bin am Laufen. Ja, schrecklich. Die hat so einen Blumenkranz am Kopf. Ja, ich hab's. Und das letzte? Ein Wald. Was für ein Wald? Ich habe hier 5 Felder. Also ich kann einen Wald anbieten mit kahlen Bäumen. Nein, Laubbäume. Und ich kann einen Wald anbieten, was so aussieht wie so Eiche. Ja. Ich habe einen Tannenwald. Nein. Was habe ich noch? Und einen mit einem See davor. Nee, die Eichen. Tanne? Ja, das ist Tanne. So, was passiert jetzt? Okay, steck rein. 3, 2, 1.
Okay. Fight for the king. Destroy the enemies. Oh mein Gott, ich bin erschrocken. Das Schachbrett. Hat's bei dir auch geredet? Ja, ja, wir sollen die Feinde zerstören. Und das Schachbrett hat jetzt Sachen. Ja. Oha, okay. Das sieht komplex aus. Du musst die Figuren bewegen. Ja, sagst du mir wie? Okay. Ja, hier sind Steine im Weg, deswegen... Mhm, ja auch. Wie soll ich denn die Enemies fighten? Also musst du hast ja nur diesen einen Ritter, den du bewegen kannst, ne? Genau. Musst du an allen vorbei? Ja, was weiß ich. Also hier sind Steine im Weg und da sind zwei Türme. Okay, weil da stehen noch Ritter drin bei mir. Die Frage ist, ob du daran vorbei musst. Nee, wahrscheinlich durch die durch. Bei Ritter habe ich hier keine. Kannst du einzelne Felder laufen? Ja. Ja, ja. Immer nach vorne oder links und rechts. Ja, geh mal ein Feld nach links. Ja. Und jetzt 1, 2, 3 nach vorne. 1, 2, 3 nach vorne. Ja. Jetzt 1, 2, 3 nach rechts. 1, 2, 3 nach rechts. 1 nach vorne. Jo. 2 nach vorne. Jo. Noch 1. So, ich stehe vom Turm. Genau. Und jetzt 1, 2, 3, 4 Felder nach links. Also 1 weiter als Turm. Nee, ich bin ins Loch gefallen und tot. Make them weaker. Storm the towers. Na, ich stehe jetzt wieder vor dem Turm. Hä? Hä? Was? Also ich bin jetzt wieder vor den Turm gelaufen, vor den rechten. Bei mir sind jetzt 2 Soldaten da. Nur noch. Gut. Ich weiß nicht, wer du bist. Und wenn ich nochmal hingehe. Oh, geht, ich bin wieder tot. Lol, du warst jetzt einfach 2-mal da. Take down those towers and everyone in them. Okay, ich kann auch auf den Turm gehen. Also ich bin jetzt in dem ersten Turm drin, in dem rechten. Okay. Oh, das ist so schwierig. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Nein! Ich gehe. Läufst du oder läuft der automatisch? Ich mach das. Ich bin jetzt wieder in dem rechten Turm drin. So, ja, das darfst du nicht. Wie, ich darf da nicht rein? Ich dachte, das ist automatisch. Nein, du laufst. Dann gehe ich wieder raus. Nee, weil? Die Sache ist, ich habe 2 Krieger von dir und ich muss dich so steuern, dass du mit beiden Kriegern gleichzeitig in beide Türme in meinem Feld gehst. Aber du bist jetzt so gelaufen, dass jetzt die Krieger so weit auseinander sind, dass ich sie gar nicht mehr zusammenkriege. Okay, lauf dann... Mal. Warte mal, warte. Geh mal wieder eins nach rechts. Ja. Eins nach hinten. Ja. Und dann mach mal... 3 nach links. So, ich stehe vor dem linken Turm. So, geh mal ein nach vorne. Zack. Kannst du noch nach vorne gehen? Ja. Kannst du noch ein nach vorne gehen? Ja. Ein nach rechts? Ja. Nee. Perfekt. Ja, perfekt. Oh. Ja. Okay, ich habe ein anderes Symbol. Is near. Okay. Und jetzt? Okay. Ich glaube, jetzt musst du in die Burg rein. Wo kommst du denn da hin? Oh mein Gott. Okay, geh mal eins nach vorne. Ja. Eins nach links. Dann nach vorne 3. Ich kann nur 2-mal nach vorne, da ist ein Stein. Ja, dann mach das. Dann eins nach rechts. Kannst du dann wieder nach vorne? Ja. Dann geh mal 2 nach vorne. Jo. Kannst du einen nach links? Ja. Dann nach vorne wieder? So, ich bin vorm Turm. Ja. Kannst du durch den Turm gehen, ist die Frage. Also ich bin jetzt im Turm. Nochmal einen nach vorne jetzt.
Warte. Ah, es hat was nicht gepasst. Auf der anderen Seite ist ein Stein. Warte, ich muss mal die Seite wechseln. Oh, fuck. Gar nicht so einfach. Mau. Okay, du musst einen nach links. Ja. Nach vorne zwei, geht das? Nee, da ist der Stein jetzt vor mir. Ei. Soll ich wieder zurück in den Turm? Die Sache ist, ich sehe nicht, wo deine Steine sind. Ach so. Ich sehe nur meine Steine und ich muss halt deinen und meinen Stein ausweichen. Also, vor mir ist ein Stein und dann ein nach vorne und ganz rechts dann. Also ich habe nur noch zwei Steine im Bild. Bei mir ist vor dir kein Stein, aber hinter dir ein Stein. Achso, nee, das ist bei mir anders. Ja, dann gehen wir wieder nach rechts. Muss in den probieren. Turm zurück, ja. Genau, dann nochmal zurück. Zurück, ja. Kannst du zwei nach rechts gehen? Sicherlich, zack. Dann nach vorne? Geht das jetzt? Noch ein? Ja. Kannst du sogar noch ein? Ja, nee, ich bin tot. Nein, oh, das war zu nah, okay. Nee, das war dann bei mir der Fehler, okay. Oh, oh. Ja, die Fresse. Ich glaube, ich habe nur noch einen Versuch, wenn ich mir das so anhöre. Ah ja, das hat er bei mir gerade auch schon gesagt. Also wenn du dieses The Defeat is Near meinst. Ja, genau. Meinst. Ja. Die Felder müssen auseinander sein. Zwei Felder. Das könnte klappen. Geh mal einen nach vorne. Jo. Einen nach rechts. Nach rechts, ja. Ja, einen nach vorne. Ja. Einen nach rechts. Ja. Nach vorne. Ja. Nee, jetzt bist du wieder eins daneben. Ei, okay. Okay, warte mal. Wie soll ich das machen? Ich muss zwei Abstand schaffen zwischen dir und dem anderen. Okay. Kannst du noch drei nach vorne gehen? Bin jetzt vor dem Turm. Okay, scheiße. Schief gelaufen. Nee, schon wieder. Das ist gar nicht so einfach. Kannst du eins nach rechts? Nach rechts, ja. Kannst du nach hinten laufen? Wieder? Ja. Eins, noch ein? Ja. Noch ein? Nee, jetzt habe ich zwei Steine hinter mir. Ei. Ich frage mich, wie das bei dir aussieht. Kannst du zwei nach links laufen? Oh, ich habe gerade was geöffnet. Oh, zwei nach links. Ja. Jo. Kannst du nach vorne laufen? Ja. Noch ein? Ja. Okay, dann geh mal jetzt nach rechts. Drei, wenn's geht. Zwei? Ja. Ja, ja. Dann ein nach vorne? Ja. Ein nach links? Dann bin ich im Turm, ja. Ein nach vorne? Ja. Ein nach links? Ja. Und dann nur noch nach vorne. Ja, jetzt bin ich hier. Ja. Kannst du noch einen nach vorne? Nee, ich stehe vorm Tor. Wenn ich rechts und dann nach vorne gehe, sieht das für mich so aus wie ein Eingang. Also bei mir stehst du nämlich vor zwei Toren, wo du theoretisch rein musst. Deswegen dachte ich vielleicht... Ja, ich glaube... Ich probiere mal was. Nee, okay. Also ich stehe vorm Tor, aber ich kann jetzt nicht mehr nach vorne gehen. Oder musst du nochmal in die Türme? Vielleicht. Geh mal zurück. Ja. Noch ein? Ja. Ich sehe nichts. Ich bin auch nicht im Turm. Ja, bei mir aber. Also. Geh mal ein nach rechts. Jetzt bin ich bei mir im Turm. Okay, einen nach hinten. Ja. Noch einen nach hinten. Ja. Einer links. Nach vorne. Auch nicht. Ich verstehe es nicht. Was ich mit dir machen soll.
Gut, das ist ein Problem. Ja, verstehst du, was du machen sollst? Nee, ich habe gar keine Ahnung. Also ich sehe hier... Ich dachte, ich müsste hier... Da... Das sieht für mich irgendwie wie Eingänge aus. Aber nee. Nee, was hast du denn bei dir? Also du hast einen Eingang, wo jetzt eine Tür offen ist, oder was? Nee. Ich habe halt dieses Brett, ich habe diverse Steine, ich habe auf der dritten Linie von oben zwei Türme. Und ganz oben habe ich, weil ich gucke es mir nochmal aus einer anderen Perspektive an. Also die Burg selbst hat quasi ein so ein Haupttor und daneben sind so zwei offene Gittertore. Genau, da habe ich gerade probiert, dich reinzumanieren. Ja, aber das ging nicht, weil ich dann nicht mehr nach vorne drücken kann, wenn ich da bin. Ah, ich meine, da leuchtet auch nichts oder so, ne? Also keine Ahnung. Die leuchten bei mir rot. Echt? Ja, dann guck ich, nee, oder bei müssen mir. Wir in die Tür rein? Oder, ach! Was hast du jetzt gemacht? Ich habe den roten Hebel betätigt. Das, sons, attack the gates. Ich glaube, ich habe es einfach resettet. Their defeat is near. Ja. Aber vielleicht auch nicht. Aber nicht. Vielleicht musst du dich vor die Gates stellen und dann den roten Hebel betätigen? Vor die Gates? Geht das? Ich kann's versuchen. Okay, warte. Ah, okay, ich geh ja wieder so auf Anfang. Alles auf Anfang. Muss ja so laufen, dass du bei mir auch im Gate bist. Ja, ja. Also, ein nach vorne. Rechts. Vorne. Rechts. Vorne. Vorne. Noch einmal. Nach rechts. Nach vorne. Nach links. Nach vorne. Ich bin im Turm. Nach links. Nach vorne. So, jetzt stehst du bei mir vor den Gates. Ja, bei mir ist da noch ein Feld, noch eine Reihe frei, bevor ich bei den Toren bin. Ja, dann lauf noch mal ein Stück, ist ja egal. Okay. Ja. Okay. Keine Ahnung, was passiert ist, aber es hat geklappt. What have I done? Weiß ich nicht. Was Trap? Du spielst ein Trap, Leute. Okay, ich bin auf dem Balkon. Ich muss erstmal runterspringen. Ja, ich habe hier so eine Tür, die nur auf Kipp war. Oh, da bist du. Guck mal hier oben. Ah. Da. Ja. Hallo. Wir machen alles gemeinsam. Ja. Oh. Wow. Wir machen alles gemeinsam. Zack. Ja, richtig. Links. Ja, und da ist das X. Nein, da warst du richtig. Das X, ja. Okay. Weiter geht's. Das ist noch ein X. War weiter. Nach unten. Im Kreis. Ganz im Kreis. Schnell. Da macht's Tick-Tack. Und dann nach rechts. Boah, das ist gar nicht so einfach. Das war, glaube ich, zu langsam. Nochmal in die Mitte. Okay. Ich habe auch gar nicht verstanden, was ich tun soll. Okay. In die Mitte. Ja, ich führe dich durch. Okay, hinter dir. Geh raus. Rum. Und links. Nein. Genau. Und da auf die... zu langsam. Okay, ein sehr knappes Zeitfenster. Aber wir kriegen ganz das hin. Knapp. Okay. In die Mitte. So, und aus deinem inneren Kreis raus. Lang gehen. Links. Und auf das Feld. So, okay. Ganz rumgehen, bis es nicht mehr weitergeht. So, rechts. Nach unten. Genau, darum. Ganz rum. Rechts und dann rechts und auf das Feld. Nein. Rechts aufs Feld. Ja, ja, das ist genau, knapp. Das Feld da vor dir. Das hier. Genau das. Okay, nochmal in die Mitte. Ich sehe oben und unten halt nicht. Oben und unten hilft mir als Beschreibung nicht. Ach so, okay. Ja, aber ich versuch's mir aus deiner Perspektive zu denken. Ja, ich laufe halt unten durch, das halt. In die Mitte. So, raus. Oh, das ist jetzt anders. Links, ja, da lang. Und hier nach unten links. Oh Gott, das ist ja... Unten links? Keine Ahnung. Viel komplizierter ist aus Umdenken. Okay, wir versuchen... Einfach nochmal versuchen. Einfach nochmal drauf. Okay, das ist wieder wie eben. Rechts raus. Zack. Genau, und hier rein. Und da auf das Feld. Und jetzt wieder okay. Geradeaus.
bis es nicht mehr weitergeht. Dann hier runter, raus, genau, um den Kreis. Und jetzt auf das Feld von eben. Ganz schnell. Ja, okay, ja. Okay, dann lauf. Ich sehe dein Ziel nicht. Ich sehe nicht, wo du hin musst. Versuch mal außen rum zu laufen einfach. Hä? Ach, da hinten ist das. Okay, okay, gut. Ja, na, du warst da schon richtig. Ah, die Zeit, das klappt nicht mehr. Aber da raus, genau, und da. Guck mal, genau da, das Feld vor dir. Das wäre es gewesen. Genau, das wäre es gewesen. Ei. So, mal gucken. In die Mitte. Wir sind ausgedacht. Ach, oh, Moment. Oh, okay. Das ist viel einfacher. Okay, genau. Ja, und hier rein. Genau. Und wieder ganz rum. Ich habe gerade eine neue Perspektive gelernt. So, nach unten, im Kreis, genau. Raus und rechts, genau, zack. Und jetzt außenrum. Genau, dann links, rechts, links, links und rechts. Okay, und dann wieder ganz außenrum. Rein, raus? Nee, andere Richtung. Genau da. Hier rein. Außenrum. Oh, das ist schwierig. Hier da oben. Hinter dir. Das hier? Nein. Oh, nein. Das hier. Nee, jetzt hinter dir. Da. Du drehst dich so viel. Hinter dir. Oh, vor dir. Vor dir. Das hier. Genau. Das? Genau. Okay. Okay. Oh Gott. Okay, raus, außenrum, hier rein. Genau, und außenrum. Rein, außenrum. Und dann zweimal rechts. Zack. Okay, außenrum. Hinter dir, genau. Hier rein, nach rechts. Nach links, außenrum. Links, hier rein. Und jetzt rechts. Und okay. Jetzt nach hinten, außenrum. Ganz schnell, 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 schnell! Ja, die Zeit geht erst los, wenn ich von der Platte gehe. Ach so, das ist gut. So, rein, links, dann links, ne? Genau. Rein, 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 oh außenrum. Hoch und nur noch nach links. Ah, da hast du es fast geschafft. Ei. Okay, okay, oh wir kommen dahin. Okay. Okay, das ist wieder der andere. Rechts rum, raus und dann rechts rum. Nee, andere Richtung. Nein, nein, nein. Ja. So, und nach links. Egal, warte auf das Gute. Das Gute. Das ist das Gute. Okay. Okay. So, genau hier rein. Passt. Und außen rum. Ja, das kennen wir mittlerweile. So, rechts durch. Warte mal, oh mein Gott. Nein, okay. Okay. Okay, warte, jetzt habe ich sie aus dem Kopf raus. Shit. Egal, ich sag's einfach wieder an. Das ist der Versuch. Das ist das Gute auch. Sehr gut. Und zack. Da, oh, Speedrun. Speedrun außenrum. Genau, rein. Außenrum. Und rechts. Lol. Oh, Millisekunde. Arschloch. Arschloch. So, genau, das ist das Gute. Genau. Und rechts rein. Das passt. Das passt. Okay, diesmal. Okay, du musst gleich außen rum. Dann nach innen. Genau, dann ein nach innen, dann nach rechts. Ja, gut, das ist jetzt sehr lange. Okay, außen rum. Außen rum. Dann hier rein, nach rechts, nach innen, weiter, so, nach außen, aus. Nach außen und dann nach rechts. Sehr gut, okay. Lass mich mal kurz gucken. Du läufst nach außen bis zur Wand, dann nach innen. Also du kommst auf eine Wand und die Wand musst du im Prinzip einfach nur rum. Nee, Quatsch, gar nicht. Hier, so. Ah, der ist super lang. Okay, lauf durch.
Und gleich musst du nach innen und dann nach links. So, dann die nächste rechts. Rein. Nach rechts und dann nur noch nach links. Ah, da, genau das Feld wäre es gewesen. Als ob, ist ja echt close. Ja, okay, rechts. Das ist das Gute. Und weiter. Zack, rein, links, genau, genau. So, rechts rum. No, kein Problem. Dann jetzt wieder nach außen und außen rum. Rein und rechts. Rein und genau. Und jetzt links und dann nach rechts. Da ist es. Oh, okay, jetzt, da sind wir wieder. Okay, außen rum und dann nach innen und nach links. Nach innen, links. Dann nach innen und rechts. So, nach rechts. Und jetzt noch links laufen. Noch links laufen. Nein, also, das kann doch nicht wahr sein. Ey, ich sprinte schon, ja? Man kann sprinten? Okay, das ist, scheiße, ne? Das ist nicht das Gute. Also. Ist egal, lass ablaufen. Okay. Sonst so? Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ba-ba-bo. Das ist das Gute. So. Ah. Ja, ja, ja. Und jetzt wieder außenrum. Links, rechts. Links, rechts. Links. Rechts und aufs Feld. Nein, nein, du bist vorbeigelaufen. Nein, muss sein. Nein. Oh, Moment mal. Hält die Zeit auch an, wenn du auf anderen Feldern stehst? Nein. Achso, hat sich gerade so fest angehört. Das ist das Schlechte. Aber probieren wir mal aus, ob das dann auch aufhört zu ticken. Nee. Nö. Nee, schade. Wäre auch noch zu richtigen. Na gut. Ist das Gute. Zack, rein. Gar kein Problem. Und durch. Das kann ich mittlerweile aus dem Kopf. Wie so eine Ratte im Labyrinth auswendig lernt. Ist so. So, außenrum. So, links. Links, rechts. Links, rechts. Okay, da sind wir wieder. Oi. Wir haben es ja drauf. Wir brauchen nur noch so eine Millisekunde mehr Zeit. Okay, also loslaufen. Und dann einfach am Ende den U-Turn machen. Einfach direkt rum, zack. Genau, und laufen. Und nochmal dasselbe. Und durch. Sehr gut. Rein, nach links und auf das Feld. Oh, ja. Oh, noch eins. Okay. Noch eins, nein. Wir müssen in die Mitte. Wir müssen in die Mitte. Okay, ich guck. Kurz. Okay, du musst nach außen und dann links rum. Okay, das ist eigentlich gar nicht so lang. Nach außen und dann links rum. So. Dann den nächsten nach innen und nach links. Dann nach rechts und jetzt noch den Eingang finden. Oh mein Gott. Easy. Du bist in ein Loch gefallen. Ja. In einem Raum voller Särge und unter mir ist Lava. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Ich muss mal gucken, wo ich hier lang muss. Ah ja, hier ist offen. Hui. Okay. Hier sind wieder die Dachs-Banner. Oh, hier klopfen gerade Sachen. Warst du das? Ja, ich war das. Ich war das, alles gut. Hier ist gerade eine Tür aufgegangen. Ah, hier ist eine verschlossene Tür. Ich bin in einem Raum, die Tür hinter mir ist zu. Dramatische Musik ist dramatisch. Ja, weil das Lava steigt. Hi, ich bin hier. Oh, ich habe hier Symbolräder. Same. Dreh mal hier auf der Seite. Oh, da bist du. Hier, wo ich gehe. Ja. Hi. Dreh mal den Dingern. Mal gucken, was da drauf ist.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich sehe nichts, was passt, weil ich habe oben auch ein Symbol. Hallo, Kane, guten Abend. Du bist gerade. Wir sind gerade im Stress. Hallo. Okay. Also ich kann hier drehen. Noch gar nicht. Wenn okay, ich hier drehe, spannend. Passiert was bei dir, oder was? Ja, es dreht sich halt bei mir auch. Also okay. Jetzt steigt die Lava. Immer wenn Feuergeräusche kommen, steigt sie ein bisschen. Ja, Lava-Geräusche, ne? Okay. Okay, Also ich habe hier oben einen weißen Pfeil. Der zeigt auf eine Tafel, auf der ist ein Symbol. Und dort drunter sind deine Dinger. Okay. Aber das Symbol ist nicht auf der Tafel. Aber vielleicht hier? Ich habe hier auch noch Räder. Sind hier Symbole von deiner Tafel? Nein. Auf meiner Tafel kann ich dir ganz einfach erklären. Das ist ein Dreieck, in dem ist ein Kreis. Also was habe ich hier? In welche Richtung guckt es denn? Die Spitze von dem Dreieck zeigt nach unten. Okay, gut, das habe ich. Ist hier so eingestellt. Ja, und dann ist da ein Kreis drin. Was? Ja, und sonst hast du da nichts? Nö. Ändert sich jetzt was? Nö. Also auf meiner Seite ändern sich die Zeichen, aber an der Tafel nicht. Ja gut, dann weiß ich auch nicht. Da musst du jetzt wohl sterben. Blöd. Ich kann daran auch nicht drehen, deswegen... Was bedeuten die Zeichen denn? Das ist ja die Frage. Hast du da irgendwo ein Buch oder so, wo was drinsteht? Sonst noch irgendwas? Also ich bin hier eingestellt, sperrt, hier ist ein Saar. Nichts. Mein Gott, es wird heiß! Oh. Meine Füße! Sie brennen! Ich weiß auch nicht, in welche Richtung. Nee, hier ist sonst nichts. Ich glaube, ich habe hier noch andere Symbole als du. Hier ist bei mir ein Kreis mit einem X drin. Aha, so, warte. Den hab. Wie, Eisen. Nur normales X? Ja. Also oben, das ist ein Kreis mit einem X drin. Das Rad. Auf meiner Seite. Nee, ich hab hier ewig hier Rauten und Quadrate. Ich hab einen Kreis mit einem X und noch so einen Strich von oben nach unten. Das. Doch, hier! Kreis mit einem X drin, ja? Ich habe jetzt den Pfeil und dann den Kreis mit dem X. Und jetzt? Ja, keine Ahnung. Ich habe halt sonst hier nichts. Ich weiß es nicht. Scheiße. Oh mein Gott, es brennt immer noch. Ich weiß es nicht. Fällt irgendwas ein? Ich kann halt nicht mehr machen, als an den Rädern zu drehen. Frage ist, was sollen das die Räder aussagen? Oh Mann. Oh Gott. Hier habe ich nichts von der Art. Ist es unten bei dir auf dem Rad was drauf? Ja, da habe ich verschiedene Arten von Quadraten und Rauten. Hier auf der Seite? Hier habe ich so ein Trapez in verschiedenen Arten. Ich meine ganz unten das Rad. Ganz unten? Irgendwas drauf? Ja. Einmal. Nein, mir ist da gar nichts drauf. Quadrate mit Kreisen. Du hast vorne andere Bilder als ich. Hier hinten. Und ein Kreis mit einem Quadrat drin. Lol, ja, du hast vorne andere Zeichen als ich hier hinten. Ja. Und? Ich weiß es nicht. Das muss Zusammenhang haben. Wie weit ist deine Lava noch weg? Ja, die Hälfte der Zeit ist sogar rum. Stell mal nochmal dieses Dreieck mit dem Kreis drin ein. Also Dreieck und Kreis. Hab ich. Ja, das Dreieck zeigt nach unten. Ja, wo ist das Dreieck drauf? Auf dem oberen Rad. Ein Dreieck, das nach unten zeigt mit einem Kreis drin. Okay, bei mir ist auf dem oberen Rad ein Kreis mit einem X drin. Gibt's das hier auf der rechten Seite bei dir? Nee, ne? Doch, habe ich eingestellt. Rechts? Ja. Das zweite also Rad links von dir? Ach so, links von mir. Nee, da gibt es keine Kreise mit Xen. Ich habe hier ein Trapez mit einem X. Ja. Also wenn jemand eine Ahnung hat, bitte helfen. Aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Oh, ich sehe schon unten ganz rot leuchten bei dir. Ja, es wird langsam hot. It's getting hot in here.
Weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, also ich habe 6 Räder. 3 auf jeder Seite. Ja. Überall sind verschiedene Arten von Symbolen. Aber immer so dasselbe Grundsymbol quasi. Hier habe ich zum Beispiel immer Trapeze, hier immer Rauten und hier immer Vierecke mit Kreisen. Und hier habe ich, rechts habe ich oben immer Dreiecke, unten immer Kreise mit Strichen durch und unten verschiedene Quadratformen. Und bei dir gibt es nirgends noch irgendwelche anderen Symbole? Nee. Gar nicht. Das ist ja das, was mich wundert. Oh oh. Der Balrog kommt. Ja, ich merke das schon. Ja, das ist schwierig. Habe ich hier... Ich stelle es vielleicht noch mal ein bisschen heller. So. Aber nee. Ich sehe hier auch sonst nichts. Hier ist eine Tür, die ist zu. Oh. Okay. Tja, das war wohl nichts. Ja, ich schaue mir gerade was an, weil irgendwie... Tutorial? Ja, so eine Erklärung dazu, was das soll. Was soll das? Ja, sorry, aber das ist ja... Also ich weiß, das ist ein Rätselspiel, aber... Aber das ist ja schwer. Ja, findest du einen Zusammenhang? Ich glaube nicht. Nee, ich sehe gar keinen Zusammenhang. Ja, und okay, wie geht's dir so? Bist du gut ins Wochenende gekommen? Erzähl mal. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Ei, okay. Da bin ich ja gespannt. Okay. Okay. Gar nicht so einfach. Also, ich habe andere Zeichen, weil mein Zeichen zeigt mir an, was du als nächstes einstellen musst. So, das heißt, du gehst jetzt hier auf die rechte Seite von dir aus. Ja. Das erste Zeichen oben muss dieses Dreieck mit dem Kreis sein, aber es zeigt nach oben mit der Spitze. Ja, habe ich. So, dort drunter muss dann ein Kreis sein mit so 4 Spitzen, die in jede Ecke gehen. Ja. So, dann, ich weiß nicht, ob das oben ist oder was rechts ist, muss man gleich gucken. Wir suchen jetzt nach einer Raute mit 2 schrägen Strichen drin. Jetzt hast du plötzlich doch mehr als 2 Symbole oder was? Ja, weil ich den Zusammenhang zwischen den ganzen Symbolen nicht erkannt habe, aber jetzt weiß ich. Also, weil oben, also das erste Symbol, mit dem wir starten, ist das Dreieck, was oben auf der Tafel ist. Das zweite Symbol, was du machen musst, ist bei mir jetzt auf dem ersten Rad. Das ist bei dir auf dem zweiten Rad. Das, was auf dem zweiten Rad jetzt bei mir ist, muss jetzt bei dir aufs dritte Rad. Und so weiter. Ich dachte, du hättest nur 2 Symbole. Aber egal, eine Raute mit was? Eine Raute mit 2 Strichen drin. Ja, habe ich. Okay, jetzt suchen wir Trapez mit einem Trapez drin. Ja, guck das nach unten. Also die spitze Seite ist unten. Genau. Nice. Und dann brauchen wir ein, nennen wir es ein Rechteck mit oben einer Seite offen und dort drin ist noch ein kleineres Rechteck mit unten Seite offen. Jo, habe ich. Dann das letzte. Ein Kreis und dann nennen wir es ein Quadrat mit nur 2 Seiten, was aber rechten und auf der oberen Seite ist. Rechten. Dreh einfach dran. Irgendwann kommt das Richtige. Ja, habe ich. Also wie so ein Graph ein bisschen. Genau, wie ein Graph, nur dass der nur oben die Linie und nur rechts die Linie hat.
Ach, rechts. Guck mal, ich hab den oben rechts, links ja. gerade. Da, da ist er. Da war er. Hallo! 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 Hallo, woo! Okay. Vereint. Dann kann es ja nicht mehr weit sein. Ne, also wir haben, ja. wir sind echt bald durch. Hier. Oh, ja. Ein Fahrstuhl. Hast du ein Rad? Okay. Uiuiui. Ist das wieder so eine Situation, wo nur einer überleben kann? Musst du mich jetzt hochkurbeln? Kann sein. Versuch's. Oh, es geht nach unten! Nein! Nein! Hoch, 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 hoch! Ja gut, das hat ja gut funktioniert. Ja, offenbar hätte wirklich einer halt den anderen hochkurbeln müssen. Das war es ja wirklich. Das hat nichts. Der einer muss unten bleiben. Ja. Ich rette dich. Na gut. Gar nicht hinterfragt. Okay. Wenn du das sagst. Ja, Freiheit. 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 Ist das Einzige, was zählt. Okay, ja. Kannst du von da oben das irgendwie wieder runterschicken? Ich habe hier einen Haufen Symbole. Ich habe hier einen Knopf. Also für mich ist die Tür jetzt offen, also. Ich versuch's runterzuschicken. Ah, ich glaube, ich kann's runter. Ja, ich komme mit runter. Das wollte ich eigentlich andersrum. Oh ja, okay, dann hoffe ich, dass wir dir jetzt noch entspannt ein bisschen gute Abendunterhaltung bieten können. Du kannst gleich, vielleicht spielen wir Gardic Phone oder so. Mal gucken. Vielleicht finden wir was, wo du mitmachen kannst. Ja gut, dann, weiß nicht, willst du mal rein? Probiere, ob wir es schaffen, beide reinzugehen. Wenn du ganz schön läufst, vielleicht schaffst du es. Ja, geh rein. Wie nutze ich das denn? Drück da mal auf den Hochknopf. Ja, willst du mit reinrennen? Das nicht? Alter, dann landen wir doch unten in der Lava. Das hatten wir auch gerade schon. Ja! Ah! Warum? Na, vielen Dank! Ah! Ja, warum? Warum kann ich dich nicht mitnehmen? Das war beim ersten Teil doch auch schon so. Einer muss sterben. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Das ist so unfair. Ich war auf jeden Fall zu dumm, um dieses Rad zu benutzen. Oder konntest du damit irgendwas machen? Nee. Aber das muss ja auch für irgendwas gut sein. Da oben kannst du gleich das Gitter hochmachen. Aber da sind auch noch irgendwelche Symbole. Also vielleicht können doch beide überleben. Oh, also es kommt auf jeden Fall wieder runter. Ja, ich habe einen Knopf gedrückt. Aber was das Steuerrad macht, weiß ich immer noch nicht. Also dann gucke ich mal, ob ich jetzt hochfahren kann. Hello there. Ah. Oh, ich komme. Ja, Chahuala, ich fürchte... Nein! Was Nein! passiert? Was hast du getan? Ich bin zu früh draufgesprungen. Nee. Scheiße. Ja, Chahuala, insgeheim glaube ich, dass das Problem sein könnte. Denn ich habe mindestens einen übersehen. Nee, ich gehe ganz runter. Oh, nein, oh nein. Ich kann mich gerade noch rausretten. Ja, warte.
Nein, nein. Komm mal da mal raus. Doch, doch, doch. Es kann immer nur einer. Nein, ich weiß aber, wohin wir müssen. Ja, nach oben. Ja, aber da ist ein Knopf. Der ist versteckt. Der wollte ich hin. Ja, lass mich erstmal hochkommen gleich. Ja, aber dann können wir den Fahrstuhl ja nicht wieder runter tun. Aber müssen wir das denn? Wenn wir schon wenn wir beide oben sind? Ja, muss er. Achso, na gut, dann warte ich jetzt. Ja, dann holen wir den Fahrstuhl runter trotzdem. Okidoki. Ja, ich habe einen von diesen blinkenden Schaltern nicht gedrückt, ganz am Anfang, den allerersten. Ich glaube, ja, der Fahrstuhl muss jetzt nochmal hochfahren. Das könnte das Todesurteil werden. Oder soll ich aufs Dach? Kannst du den Fahrstuhl... Ja, ich stehe auf dem Dach vom Fahrstuhl. Ach so. Ah, hallo. Kannst du ihn dann jetzt nochmal hochschicken? Dann landen wir aber wieder in der Lava bestimmt. Oh, ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es kann halt immer nur einer drin sein. Ja, aber... Scheiße. Aber warum müssen wir denn nochmal runter? Weil ich muss oben auf dem Dach stehen. Warum? Da ist ein Schalter oben. Und ich muss den betätigen. Das kann ich nur, wenn ich auf dem Dach stehe. Jetzt muss ich nochmal alleine hochfahren. Tschüss. Ei. Okay. Sonst geht das Tor nicht auf. Kann ich dich auch hiermit wieder hochschicken vielleicht? Ja, okay. Dann mach dich mal bereit. Sag mir, wenn du oben bist. Ja. Also ja, ich bin oben oder ja, ich sag Bescheid. Ja, ich sag Bescheid. Ich bin oben. Ich hol ihn runter und guck, ob ich ihn dann wieder hochschicken kann, ohne reinzugehen. Oh, jetzt wäre ich fast in die Lava gesprungen. Da kommt das Ding. Da kommt es. Moin. Bist du da? Ja, ich bin da. Hier. Ah ja. Hallo. Hallo. Das muss ich nochmal hoch. Ja, ich guck mal, ob wir das hinkriegen. Okay, mit dem Knopf schon mal nicht. Ich geh mal raus. Kannst du probieren, den hochzuschicken und dann rausspringen? Das stelle ich mir schwierig vor. Hier, bei dem Rad steht, dass man damit irgendwie interagieren kann. Aber, also ich halte es gedrückt. Da passt. Oh. Oh, was war das denn? Aha. Weil ich versuche das mal, sonst habe ich vielleicht eine andere Idee bekommen gerade. Oh, das klappt nicht. Das wird nicht funktionieren. Hochschicken und rausspringen. Bist du gar nicht mehr drauf? Na! Okay, hä? Okay, ja, ich habe ihn hochgeschickt. Ah, jetzt. Okay. Wieso ist der diesmal nicht in die Lava gegangen? Ah, weil da ist so eine Kuhle in der Wand. Ach so! Der ich drin stand. Ach so. Kannst du nochmal runterholen? Ja, was ist da oben jetzt? Ich habe jetzt die beiden Schalter betätigt. Ah, da waren Schalter, okay. Okay, ja. Jetzt ist die Reihenfolge der Lampen hier eine andere. Bei den Icons. Okay. Bist du noch auf dem Fahrstuhl? Nee, ich bin gut, jetzt oben. Gut, dann kann ich ja rein. Und ich gucke mal, ob ich jetzt was mit dem Steuerrad machen kann. Also, wenn ich die Maus loslasse, dann dreht sich das Ding wild. Aber ansonsten... verstehe ich es nicht ganz. Egal, ich komme mal hoch. Ich verstehe es. Das Steuerrad? Ja. Okay. Ziehe ich damit das Fallgitter hoch? Ja. Nein, es kann schon wieder nur einer sein. Kann mir nur einer gehen. Oh nein.
obwohl ich die beiden Hebel betätigt habe. Gibt's hier nicht a way out with both of them? Weil da ist ja auch noch ein Hebel. Der ist ja irgendwie noch nicht betätigt. Und hier sind auch Symbole. Ja. Die Symbole kenne ich von vorhin. Den kann man aber auch nicht ziehen. Mm-mm. Tja, dann. Mach's gut. Ja. Ich warte hier. Du kommst zurück mit Hilfe, ne? Ja, ja, ich. Ja. Okay. Ich vertraue dann auf dich. Werden uns wiedersehen. Ja. Ich hab's mir anders überlegt, lass mich nicht allein. Too late. Nein, nein. Tut mir leid. Wenn ich rauskomme, dann zeige ich dich an. Tu es. Nein. Aber nein. Ich muss an mich denken. Mir ist kalt. Ich hab nichts zu essen. Du hast das ganze Essen im Rucksack. Lass mir was hier. Nein, Mann, die Chips. Ah. Das war ja wieder mal bedrückend. Siehst du, da liegt es. Das ist ein sehr verlassener Walkie-Talkie. Ja, weil ich tot bin. Es gibt jetzt übrigens We Were Here Together. Ja. Gibt's und es viertes? Gibt jetzt bald ein, also es ist ein viertes angekündigt. Ah. Das ist auch schon auf Steam so gesehen anschaubar, aber man kann es auch nicht kaufen. Also es ist noch im Erscheinungs. Also so. Es steht da drin, erscheint bald. Mal gucken. Aber es heißt, es wird ein viertes geben. Gut, sonst haben wir bald nichts mehr. Ja, das stimmt. Guck mal. Ist auch ähnlich teuer wie bei Here Together, okay. Ja, aber ja 13 Euro. Das andere davor war, glaube ich, 10 Euro. Genau. We Were Here Forever ist wahrscheinlich das vierte dann, ne? Genau, ist das vierte. Ja. Forever, so wie ich forever da gefangen sein werde, weil man mich zurückgelassen hat. Oh, Alter, das sieht ja schon krass aus, ey. Oha. Noch gar nicht geschaut. Shop. Also ich habe schon auf meiner Wishlist, ich habe auch noch nicht ganz genau hingeschaut, oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich gucke mir gerade die Screenshots an, das sieht ja schon mal nach einigem aus. Du und dein Mitgefangener seid im Reich von Castle Rock gefangen. Ja, die Strukturen sind auch besser.